Servus an die YouTube-Zuschauer, schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr wieder dabei seid hier auf Dodoboa. Heute geht's weiter, wir haben ja letztes Mal Freddys Vorgarten begonnen zu gestalten und jetzt geht's weiter mit Freddys Vorgarten und mit der Landbrücke und mit dem Sumpf links und rechts von der Landbrücke. Das werden wir heute angehen. Ich freue mich sehr auf diesen Part, weil diese Landbrücke einfach auch ein Riesenprojekt ist. Das ist mir letztes Mal aufgefallen. Ich dachte immer, der Tempel ist das größte Projekt, das wir hier auf der Insel haben. Aber die Landbrücke ist auch ziemlich viel, weil links und rechts Moorgebiet wird. Und ja, das ist schon viel, viel zu tun da. Und ihr könnt gerne auch live vorbeikommen. Hier sind nämlich meine lieben Twitch-Zuschauer. Die sind auch da. Die begrüßen euch ganz lieb. Und auch meine TikTok-Zuschauer sind hier. Also kommt auch gerne live vorbei auf Twitch oder auf TikTok. Und dann starten wir jetzt rein ins Game. Hier wird eh schon ein Ladebildschirm hier gemacht. Aber der falsche. Eieiei. Viel Spaß bei dem Video, YouTube. Also, ich habe euch gezeigt, das hier ist Freddys Vorgarten. Und den haben wir letztes Mal gestaltet. Und heute geht es hier weiter mit der Landbrücke. Das Erste, was wir machen werden, ist solche Lichter-Tor-Laternen, keine Ahnung, wie die heißen, zu kaufen. Die brauchen wir. Mal gucken, ob wir hier was Grünes haben, das gespawnt ist. Ja, eine fünfte Grüne ist gespawnt. Ja, ich freue mich. Yay. Hallo, Falco. Ich habe schon einen Froschregenschirm, Jojo. Danke dir. So, ein Geschenk haben wir ja auch. Oh, das möchten wir aber auspacken hier. Ein Gartenwasserhahn, das passt ja. Den können wir vielleicht gebrauchen. Also immer, wenn ich live bin, Delia, wegen deiner Frage, immer, wenn ich live bin, ich bin eine Woche live, viermal die Woche und dann kommen nächste Woche die Lives immer auf YouTube hoch. Also das ist immer so eine Woche Verschiebung, dann kommen die hoch. Genau, auf YouTube. So ist das. Ah ja, wir wollen ja diese Lichtertor-Laternen oder wie die heißen. Partylichtertor, oder? Partylichtertor? Ich weiß nicht. Nookmine sind das. Wegen dir spiele ich wieder Animal Crossing. Das ist schön, wenn ihr das Game wiederentdeckt. Es ist ja so ein schönes Game. Toilettenhäuschen? Nee, das brauchen wir nicht. Wo ist es denn? Hier, schlicht Partylichtertor. Okay, das ist aber weiß. Weiß. Weiß ich nicht. Weiß mag ich eigentlich gar nicht. Aber wir haben ja... Wir haben ja den guten alten, wie heißt er nochmal? Björni. Björni haben wir. Muss ich zwar nur Geld bezahlen, aber gut. Tina, danke dir für dein Follow. Vielen, vielen Dank. Destiny, danke für dein Follow. Und Silver Silvestertraum, danke für dein Follow. Dankeschön, Leute. Herzlich willkommen. So, da brauchen wir einige. Wir müssen gucken, dass wir immer brav die Meilen einsammeln. Das ist ganz normal, Fabi. Gegenüber Twitch hast du auf TikTok weitaus weniger Verzögerung, weil TikTok in einer miesen Qualität hochlädt und auf Twitch in HD. Und dann dauert das natürlich länger, bis es bei euch ankommt, wenn es eine ausgezeichnete Qualität hat. Deswegen ist Twitch immer verzögert. Das ist ganz normal. Ach so, ich könnte ja hier meine Meilen einsammeln. Oder habe ich alle eingesammelt? Ja, ich habe alle eingesammelt. Oh, Mist. Mir gehen die Meilen aus. Albeier. Aber ist nicht so schlimm. Was schlimmer ist, ist eher das, dass wir hier jetzt gucken müssen, wie wir das Terraforming hinbekommen. Weil das wird gar nicht so leicht. Möchte ich hier einen Aufgang hinmachen? Oder hier so einfach einen Durchgang reinbauen, dass man hier so durchschlüpfen kann. Ich weiß es nicht. Weil hier wird ja alles Moor. Das ist die rechte Seite von der Landbrücke. Hier wird alles Moor werden. Sumpf werden. Soll man da durchschlüpfen können? Ich muss mir kurz mal meine Designs angucken. Nicht hier, aber das brauchen wir auch. Sailor, hallöchen, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ich habe die braun, wenn du eins willst, Sassy. Alles gut, alles gut. Ich gestalte die eh um.
So, dann gucken wir jetzt die Designs an. Nein, nicht hier. Ah, Steuerung von Animal Crossing ist wieder anders. Okay, wir haben hier einen Steg. Der geht von oben nach unten. Und genau, wir haben auch die Tempelfliesen. Dieses Deck könnten wir oben machen, auf der Landbrücke. Ich probiere das mal kurz aus. Na doch, hier. Respekt, dass du nicht auf so Schatzinseln gehst. Das macht dich echt sympathisch. Echt? Also ich finde es nicht schlimm, wenn jemand Treasure Islands verwendet. Ich habe nur für mich die Erfahrung gemacht, dass ich weitaus stolzer auf meine Inseln bin, wenn ich das nicht tue. Also wenn ich nicht Treasure Islands verwende. Da bin ich einfach dann zufriedener mit meiner Leistung. Und weiß dann irgendwie die Insel mehr zu schätzen. Das ist auch jedes Mal, wenn ich bei Sims oder so cheate mit dem Geld oder so, dann denke ich mir, es wird langweilig, weil ich kann ja alles haben. Ich muss mir ja nichts erarbeiten. Das ist immer so. Ich möchte das Frosch-Outfit auch so gerne haben. Das gibt es bei Tina und Sina im Laden. Ab und zu haben die das. Und die Flügel gibt es bei... Wie heißt er nochmal? Schubert. Schubert. So. Ja, vielleicht, eventuell. Mal gucken, was wir da dazu paaren können. Eigentlich gar nicht so schlecht. Das wird so rüberkommen, als wäre es so Zinnen. Oder abwechselnd. Weiß ich noch nicht. Man kann so viel ausprobieren mit den... Mit den Designs, das ist ein Wahnsinn. Man hat so viele Möglichkeiten. Nee, das wird komisch werden, wenn dann die Partylichtertore draufstehen. Ich habe meine Codes, also meine ganzen Designs hier, habe ich bei Pinterest gesucht. Da ich speziell einfach eine Sumpfinsel mache, habe ich nach Swampcore, das ist das Englische für Sumpfcore. Core heißt ja Kern eigentlich auf Deutsch. Naja, also Swampcore habe ich eingegeben, ACNH Swampcore Designs und dann kriegst du die Codes. Und dann brauchst du Nintendo Online und kannst bei Tina und Sina diese Codes einlösen, also nicht einlösen, sondern eingeben in diesen Design-Tausch-Terminal und dann kannst du die downloaden und dann kannst du hier alles schön anmalen. Und das ist toll. Ich glaube, ich mag die Idee von dem Fliesen hier. Also da kommen ja noch Laubsachen drüber und so, aber ich glaube, ich mag die Idee, vor allem die Partylichtertore werden dann da drauf gestellt. Und dann hat man hier schon mal so das Feeling von dem Tempel, weil da hinten kommt ja dann der Tempel. Und dann hat man die auch mal wiederverwendet, die Designs, weil ich wüsste eigentlich eh nicht, wo ich die sonst wiederverwenden soll. Boah, das sieht zu der Tageszeit auch richtig geil aus. Guckt mal. Ich werde mir jetzt hier mal kurz die Partylichtertore stehlen. Ich bin da sowieso noch nicht sicher, ob ich die hier lassen werde. Einfach mal kurz geklaut. Ich hoffe, es macht nichts. Aber bis die anderen da sind. So hätte ich mir das dann vorgestellt. Man könnte da eigentlich auch diese Karnevalssachen
diese Karnevalsgirlanden nehmen. Aber ich glaube, die passen für unsere Sumpfinsel besser. Auch mit den Laternen am Boden sieht das eigentlich ganz cute aus. Was meint ihr? Und dann hätte ich noch einen dritten hier hingestellt und dann hätte ich Ende gemacht. Hier noch so einen dritten. Und dann Ende. Ende im Gelände. Er ist eh eigentlich genau fast die Breite, die ich hier gewählt habe. Sieht cute aus. Das soll es auch. So, ja. Dann wäre das dann der Schluss vom von der Landbrücke. Dann mache ich mal die Designs genauso weit, dass ich es nicht vergesse, wenn ich jetzt gleich weiter terraforme. Zuerst machen wir das Terraforming und dann die Designs unten für das Moor. Für den Sumpf. Ich sage jetzt auch immer Moor, ne? Nicht in dieselbe Richtung, meinst du quasi, Moda? Ja, das ist nicht möglich. Ich kann sie noch ein bisschen abwechseln. Aber die gibt's nicht in Spiegel verkehrt. Ich kann auch ein paar andere mit reingeben. Ich habe ja noch andere Fliesen. Und zwar hier die abgebrochene Variante. Dann fällt es nicht so auf, dass es immer dieselbe ist. Oh. Oh, diese Musik ist so entspannt zu der Tageszeit. Ich liebe das. Miss Lee, guten Morgen. Ein Campingtisch. Okay, wie sieht denn der aus? Ah, naja. Naja. Ich komme von Oberösterreich, Fabi. Oh. Das wollte ich nicht. So. Bisschen Abwechslung reinbringen. Von 5 Uhr bis 6 Uhr ist das. Also es ist gerade 5.53 Uhr und um 5 Uhr fängt diese Musik hier an und dann wird es langsam hell. Dann ist langsam die Nacht vorbei und das ist so schön. Hier, wir könnten da das so abbrechen lassen. Ja, das mag ich. Und auf der anderen Seite auch. Wenn wir den schon haben hier. Den Gegenspieler. Ich könnte noch das auch mit reinpacken. Als Abwechslung. Aber ich glaube, das tue ich nicht. Die Ecken passen da schon. Vielleicht nur die Ecken. Also nur hier. Die Ecken. Ja. Ich glaube, das passt für die Landbrücke ganz gut. Okidoki. Habt ihr letzte Bewohnersuche leider verpasst? Hast du einen Frosch gefunden? Ja, der Freddy. Und das ist jetzt sein Vorgarten. Da haben wir direkt dann den Vorgarten Donnerstag gestaltet. Und ich habe die Karte eh nicht gezeigt. Ich habe vorhin gerade gesagt, dass ich die zeigen möchte. Danke für eure Follows auf TikTok. Vielen, vielen Dank. Und Shadow, danke für deine ganzen Geschenke. Danke dir. Oh, das werden ja immer mehr. Danke, Shadow. Vielen Dank für die Tofus und Flammenherzen. Ich kaufe erstmal Tinas Laden leer. Ja, so ist richtig. Genau, so sieht jetzt aus, das Ganze mit der Karte. Und Freddy ist unser neuer Bewohner. Und Olivia, die haben wir beide gefunden. Olivia am Sonntag letzte Woche und Freddy am Montag. Spielst du andere Spiele? Ja, ich spiele Stardew Valley auch live. Und auf YouTube ganz viele. Also die neuesten Cozy Games spiele ich eigentlich da fast alle an.
komme aus Oberösterreich sogar, Shadow. Hallo. Der Vorgarten ist an sich mein liebster Ort bei dir. Ey, der ist so schön. Ich liebe den auch total. Vor allem, ich hätte so Lust, hier auch mich hin zu chillen und einfach hier zu verweilen. Ah, schön. Okay, dann kommt hier das nächste Partylichtertor hin. Yes. Was ist die Höhe? Ja. So. Okay. Und die anderen drei habe ich ja gerade bestellt. Die kommen dann morgen an. So. Dann würde ich mal sagen, wir machen das Terraforming. Ah, ich komme da nicht mehr runter, oder? Nein. Machen wir das Terraforming. Und dann machen wir den Zoo. Oh, ich lieb's. Ist das dieselbe Höhe? Das ist so schwer zu sagen. Nee, ist es nicht. Wir können da noch ein bisschen aus. Nee, war es doch. Und da kommt schon wieder ein Geschenk. Ich höre das doch. Ich höre das doch ganz genau. Wo ist es? Da. Oh, das fällt in den Fluss hinein. Da muss ich aufpassen. Das sollte nicht passieren. Shadow, danke, dass du mein Live so oft teilst. Vielen Dank. Sofa-Eck-Element, wie sieht's aus? Weiß ich noch nicht, ob wir das brauchen können. diese Laternen mit den Lampignons, die kommen aus dem Nook-Shopping-Portal bei den Nook-Meilen, wo du da einkaufen kannst. Das ist ein Item dort, das du dir da holen kannst für Meilen. 2500 Meilen kostet ein Partylichtertor. Die gibt es in verschiedenen Farben, aber bei Björn auf der Habis-Insel kannst du die umgestalten. So, genau, also. Das wird jetzt schwierig, weil ich habe mir da irgendwie noch nicht irgendwie Vorstellungen gemacht, wie ich das gerne hätte, dass es hier geterraformt ist. Ich habe auch noch keine Ahnung, wo mein Haus hinkommen soll. Das steht jetzt hier so random. Aber ich habe null Ahnung, wo das hinkommen soll. Ich weiß es nicht. Wenn ich mir jetzt denke, hier ist ja eigentlich der Zugang. Oh, das wird schwierig jetzt. Uff, Entscheidungen, Entscheidungen. Das ist eigentlich der Zugang zum Flughafen. Ich habe eine Idee. Ich habe eine gute Idee, glaube ich. Ich glaube, ich habe eine gute Idee. Wir machen dieses Plateau hier nochmal weg und machen da dann einen Weg durch. Das kommt nochmal weg. Vielleicht könntest du dein Haus auf ein Plateau stellen. Wir werden das noch irgendwo hin platzieren. Ich habe leider noch gar keinen Plan, wohin. Und vor allem die anderen Häuser weiß ich auch noch gar nicht. Wir haben ja noch so viele Häuser. Wir haben jetzt zwei Vorgärten gestaltet. Die acht anderen Häuser haben wir noch außen vor gelassen. Wie viel Spielzeit hast du auf Animal Crossing? Weiß das noch jemand von euch, Leute? Ich merke mir das leider nie. Aber wir rechnen das regelmäßig aus. Und ich merke mir das nie. Litschi, bis Dienstag oder bis später. Bye, bye. Habt einen schönen Tag. Okay, jetzt ist die cozy Zeit vorbei. 1315, glaube ich. 50. 1350, glaube ich. Das kann sein. Ich weiß es mir leider nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe 700 Stunden. Das ist okay. Da habe ich definitiv mehr. Also ich glaube, 1000 habe ich schon, oder? Warum kann ich mir das nicht merken? So. Okay, mein Plan ist, hier einen Weg durchzumachen, dass man hier beim Moor vorbeigehen kann.
So. Die, 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 die. 665 Stunden. Ja, haut mal raus, Leute. Wie viele Stunden habt ihr? Exposed euch mal. Wie viele Stunden habt ihr? Bin fertig mit Frühstück. Ich hoffe, es hat gemundet. Fabi, Hallöchen. Oh, Lolli Lallo, danke schön für dein Follow. Vielen Dank für eure Follows auf TikTok. Ich danke euch. So. Okay. Oh, es wird so schwierig hier, weil es so eng ist. Und der Strand da direkt ist. Aber wir könnten aus dem Strand eigentlich was richtig Cooles machen. Wir könnten aus diesem Strand was richtig Tolles machen. Weil das ist so ein kleiner Abschnitt, aber da könnten wir, weiß nicht, vielleicht eine kleine Ruine oder so hinmachen. Oh, einige von euch haben noch gar nicht so viele Stunden, sehe ich gerade. Wow. Traunstein, sagt mir was, ja. Ich kann jetzt auf PC auf TikTok zuschauen. Oh, wie cool. Es geht auf PC auch. Ja, stimmt, es gibt auf PC auch TikTok. Teilweise bin ich da auch. Da habe ich mal versucht, ein langes Video hochzuladen. So ein 8-Minuten-Video auf TikTok. TikTok hat nicht... Also es hat nicht funktioniert. TikTok hat mich nicht gelassen. Schleifenperücke. Eher nicht so. Ich meine, ich glaube, die ist süß. Aber ich bleibe bei meinem Froschkostüm. Bleibt beim Froschkostümi treu. Oh. Das wollte ich nicht. Genau so. Jetzt müssen wir dann auch wieder anfangen, die Bäume zu pflanzen mit dem Baumtrick. Ich mache einfach mal, Leute, und wir gucken, ob wir es dann cool finden. Wie immer. 2635 Stunden, 3500 Stunden. Das sind meine Animal Crossing Gamer von Beginn an. Da sind sie. Linzmins, danke dir für deinen Follow. Ey, wenn du Linzmins heißt, weil du in Linz wohnst. Ich habe in Linz studiert. Das ist ja cool. Malu, danke für dein Follow. So. Ich weiß auch nicht, was wir mit dem Fluss machen sollen, Leute. Das ist so schwierig. Na, eine Brücke zahlt sich nicht aus. Nee. Wir könnten so einen Trittstein rüber machen, dass man so rüber hüpfen muss. Ich spiele nicht so Shooter-Games, oder? Nicht auf meinen Kanälen. Ich habe mich auf Cozy Gaming spezialisiert. Privat spiele ich schon. Da ist noch viel Luft nach oben, Emmy. Ja, mit deinen 350 Stunden. Let's go. Rein da. Nee, Spaß, Leute. Spielt so viel ihr wollt. Es soll natürlich aber auch gesund bleiben. Nicht nur zocken. Ja, ich finde das eigentlich ganz süß hier. Hier könnten wir noch eins zumachen. Da könnte ich einen Baum hochstellen. Da wäre ein Baum ganz angenehm. Da muss ich mir natürlich jetzt auch einen Kopf machen. Wo kommen Bäume hin? Ja, wir machen eine Seite für sich. Wir machen jetzt mal die rechte Seite und dann die linke Seite. Sonst komme ich durcheinander. Also ich mache mal die Seite hier mit Moor und dann machen wir die andere Seite, weil sonst verwirrt mich das alles so sehr. Und ich komme gar nicht mehr hinterher.
Habe ich noch eine Ranke? Nee, natürlich nicht. Klau mir die mal. Ich muss das hier oben auch noch schöner machen. Das gefällt mir noch nicht so. Ich entferne das Plateau nicht. Ich will nur hochklettern. Keine Panik hier. Ja, da müssen wir nach hinten noch arbeiten. Das geht so eh nicht. Das wird nicht so bleiben. Aber für die linke Seite passt jetzt erstmal. Könnten wir auch einen Baum hochstellen. Okay, Leute. Wir pflanzen jetzt hier mal Bäume und lassen die in verschiedenen Stadien wachsen. Wisst ihr noch, wo mein Lager ist? Das ist da oben, oder? Da hinten steht's. Ich seh's! Niemand kann auf meine Insel fliegen, Shadow. Ich gestalte gerade. Da habe ich keine Zeit, dass jemand auf meine Insel fliegt. Das geht nämlich nicht. Kann ich gestalten und Besucher gleichzeitig hier haben. Außerdem ist das eine Gestaltungsinsel und wenn hier irgendjemand Sachen klaut oder sonst irgendwas, das ist mir gerade so unsicher. Das geht gerade einfach nicht. Beim Tempel. Genau, Alexandra hat sich's gemerkt. So, dann brauchen wir hier noch... Nein. Die Behelfswerkbank. So. Rausholen. Wir machen jetzt eine kleine Baumschule. Eine Baumschule machen wir. So, und auch die Büsche pflanze ich jetzt mal. Pack mal die Baumschule nach links, weil ich da ja jetzt noch nicht gestalte. So, dann fange ich mal an. Hier einen. Oh, das ist voll unsicher. Ich mach's lieber mit Schaufeln. Nee, der wächst da nicht. So. Baumschule. Ich heiße Linda, deswegen bin ich irgendwie mal auf Linz gekommen. Sorry für die späte Antwort. Alles gut. Aber dann kommst du gar nicht auf Linz. Ach, witzig. Einfach so der Name. So, ich glaube, 4 für das eine Stadium von Nabelbäumen reichen. Dann machen wir jetzt noch... Oh, das war jetzt der Busch. Ups. Die sehen auch so ähnlich aus, ne? Die Busch... Setzlinge und die Laubbaumsetzlinge. Die sind so ähnlich. Da komme ich durcheinander. So. Ist der zu nah am anderen Baum dran? Ich weiß es nicht. So. Das passt jetzt mal. Die lassen wir gleich wachsen, indem ich spule. Aber ich werde natürlich zwischendurch noch meine Blumen hier gießen, weil die sollen sich ja weiter vermehren. Wir machen nämlich alles selber. Ich habe nach einer Zeit aufgehört mit Animal Crossing. Das verstehe ich, das verstehe ich. Irgendwann hat man auf ein Game einfach nicht mehr so viel Lust. Aber umso schöner, wenn man es dann irgendwann wieder für sich entdeckt, finde ich. Ich habe auch damals Animal Crossing Wild World so lange gespielt. Dann habe ich Animal Crossing ganz aus den Augen verloren. Habe sogar New Leaf übersprungen. Und dann habe ich jetzt New Horizons wieder für mich entdeckt. Und damit auch das Streamen und alles Mögliche an Content Creation. Das ist ziemlich cool. Hab Freunde in Linz, zu denen fahren wir im Sommer hin. Ui, Urlaub in Österreich, ja! Die Insel von meinem Freund hat mich umgehauen. Die ist sogar ohne Witz leider besser als deine. Ah, Schwappel, das ist schön, dass du das so siehst. Cool, dass dein Freund so gut gestalten kann, aber diese Insel ist doch noch gar nicht fertig. Die ist doch gerade erst begonnen. Eieiei. Und natürlich Ansichtssache, ne, Leute?
finde es immer witzig, wie Leute schreiben. Ich hätte das niemals, was du gerade geschrieben hast, irgendjemanden geschrieben, weil ich Angst hätte, dass ich da die Gefühle verletze. Ich spiele nicht Roblox, nein. Wir fahren in den Sommerferien ins Riesengebirge. Das ist kein Wettbewerb, genau, Jamie Pinks, wie du das sagst. Das ist kein Wettbewerb. Jeder spielt auf seine eigene Art und Weise und gestaltet nach seinem eigenen Geschmack. Und jeder bewertet für sich selber. Man muss aber diese Bewertungen nicht aussprechen, ne? Kann man natürlich, muss man aber nicht. Hallo Leonie, was macht ihr gerade? Gestalten! Wir machen wieder einen Sumpf, natürlich. Was wollte ich gerade holen? Ah ja, eine Gießkanne. Eine Gießkanne. Meine andere ist kaputt gegangen. Wo war ich denn mit dem Gießen? Da. Die Janine sieht aus. Möchte jemand Janine haben? Ich komme aus dem Burgenland. Oh, cool. Das ist auch wunderschön. Es gibt so viele schöne Orte und Fleckchen hier in Österreich, aber auch in Deutschland. So, da sind jetzt ganz viele Blumen gespawnt, die ich gar nicht erwartet hätte. Warum spawnen da jetzt weiße Blumen? Warum? Warum kommen da jetzt weiße raus? Also die gelben haben ja die Gene von Rot und Gelb. Hä? Warum kommt da weiß raus? Es ist ein Rätsel. Es ist ein Rätsel. Das sind ja weiße Blumen. Das ist meine achte Insel. Und jede Insel ist natürlich mit einem anderen Thema oder so gestaltet worden. Wir hatten schon mal eine herbstliche Ruineninsel, ein Wüstennationalpark. Wir hatten Challenge-Inseln, 24-Stunden-Inseln, 10-Stunden-Inseln und normale Community-Inseln. Ich spiele morgen gar kein Animal Crossing. Der Stream ist heute. Der ist auf heute verlegt. Normalerweise habe ich Sonntagsstreams, aber morgen habe ich eine Familienfeier, deswegen streame ich heute. So, da muss ich auch noch gießen. Und die Lilane kommt zu den anderen Lilanen. Immer schön eure Blumen gießen, wenn ihr züchten wollt. Wenn ihr nicht züchten wollt, pflanzt einen Zaun rundherum. Die vermehren sich wie verrückt. Okay, ich wollte die eigentlich nicht daneben, aber gut, ist halt so. So, dann spule ich jetzt einen Tag nach vorne, weil ich möchte gerne, dass meine Bäume wachsen. Das wäre ganz wichtig. Mendelsche Erbregeln, das kommt von den Vorgenerationen wieder durch. Ja, aber die Vorgeneration gibt es ja nicht. Deswegen, Coco. Die gelben Blumen wurden aus Rot und Gelb gezüchtet. Aus gekauften Samen, die rot und gelb sind. Da ist kein weißes Gen drin. Und dann vermehre ich diese gelben Blumen, die beide Gene rot und gelb haben und sie werden weiß. Das ist unlogisch. Weißt du? Also ich kenne diese Erbregeln, aber es macht hier auf jeden Fall keinen Sinn. Weil da ist nirgends ein weißes Gen drin. In keinster Weise. Das sind reinrassige. Oh Gott. Nee, aber weißt du, was ich meine? Das ist gar nicht möglich. Deswegen bin ich so verwirrt.
Gelb ist sehr hell, deswegen vielleicht. Nee. An dem kann es auch nicht liegen. Meine Blumen haben sich einfach von selbst gezüchtet. Ja. Bei mir auch rundherum die ganzen Hyazinthen. Vielleicht sind das auch welche mit zweimal Gelb im Gen. Kann dann Weiß rauskommen? Meine reinrassigen Chrysanthemen bringen einen Albino auf die Welt. Ah, das kann es sein. Ein Gendefekt. Ein Gendefekt. Ja, irgendwie wird es schon dran liegen. Wir investigieren hier. Okay, aus zweimal Gelb wird dann Weiß. Okay. Oh, das ist aber blöd. Das heißt, die sollten da gar nicht stehen. Aber das kann man halt nicht nachvollziehen. Weil es kann sich ja eine gelbe Blume von sich aus weiter züchten. Das ist ja möglich. Der Nux-Laden war abgeschlossen. Yeah! Wir haben endlich einen großen Laden. Das heißt, ich brauche meine Werkzeuge nicht mehr selber herstellen. Ja. Aber das ist wirklich komisch mit diesen Züchtungen. Es war auch in Fae Farm komisch und sehr aufwendig. So, die kleinen Bäumchen. Die werden schon richtig schön. Das ist toll. Jetzt werden wir wieder weitere pflanzen, damit wir auch eine andere Stufe dann zum Ende haben. Ich mache jetzt diesen Fluss eben mal weg. Der muss sowieso weg. Dann habe ich hier noch Platz zu züchten. Nicht zu züchten. Wachsen zu lassen. Eine Baumschule zu pflanzen. So. Nichts mit Züchten hier. So. Dann kommen hier noch kleine Setzlinge hin. Ich habe eh noch 8. Nadelbaum. Nee, das ist zu nah. Shadow, danke, dass du mein Live so oft teilst. Das ist sehr lieb. Willkommen zurück, Michi. Muss ich mal gucken, ob ich überhaupt noch Äpfel habe. Ich glaube, im Lagerschrank müssen noch welche sein, dass ich die dann später auch einfrieren kann. So, die brauche ich noch. Wachsen eigentlich die Büsche am Strand? Ich glaube, die kann man gar nicht auf den Strand setzen, oder? Wahrscheinlich nein. Dann pflanze ich die hier mal. Nope, nein, okay. Ich stretch mich gleich. Ah. Dachte, ich kann mehrere auf einmal pflanzen hier. Honigduftblüten-Setzling. Oh, anstrengender Name. So. Schön weiter wachsen. Sehr, sehr trinken. Ja, mache ich. Leute, immer genug Wasser trinken. Stay hydrated. Und stretchen auch mal, Leute. Wir sitzen eh viel zu viel. Oh, Blaubeermuffins. Ich will auch Blaubeermuffins. Warum? Warum hat da jemand Blaubeermuffins und ich nicht? Och, Patricia. Ich möchte auch Blaubeermuffins. Hallo, Gina.
Ich hoffe, es geht dir euch gut. Bin eigentlich eher stille Zuschauerin, aber da ich einen Giftsub bekommen habe, dachte ich mir doch mal etwas zu schreiben. Gina, danke, dass du hier bist. Hallöchen. Und viel Spaß mit den Emotes und viel Spaß mit dem werbefreien Stream. Akira, Prost. Worum ging es bei dem Sims-Post? Hab das nur so flüchtig mitbekommen. Hi, Yukari. Also, von offizieller Sims-Seite wurde jetzt ein Team zusammengestellt, das an den ganzen Problemen, das Sims gerade hat, mit diesen ganzen Bugs, dass man zum Beispiel nicht wirklich essen gehen kann mit diesem Pack und dass man nicht... Also bei dem Heiratspack waren ja auch irrsinnig viele Bugs und die sind bis heute ja da. Und da wurde jetzt ein Team zusammengestellt, die genau diese Probleme angehen werden, damit das Spiel eben irgendwann mal flüssig läuft. Und ich spiele ja auch keine Sims mehr, weil ich diese Bugs nicht mehr aushalte. Und das ist cool, dass sie das endlich angehen. Ich meine, viel zu spät natürlich. Hätten die viel früher schon angehen können. Aber das ist auf jeden Fall gut, dass das jetzt unternommen wird. Da habe ich was bei Daniel mitbekommen. Welcher Daniel? Das mit Bugs war. Ach so, ein Sims-Spieler. Mhm. Mein Hauptproblem ist, dass der Whirlpool nicht mehr funktioniert. Das heißt, ich kann nicht mehr aktiv sagen, geh da rein. Also, das ist ein kleines Ding, aber es ist ja tatsächlich, teilweise sind Spielstände komplett zerstört durch Bugs. Spielwelten, zum Beispiel bei Simfinity, die kann ja nicht mehr normal spielen. Also die hat auf ihrer einen Sims-Welt so einen riesen Bug gehabt, dass die ganze Welt eigentlich nicht mehr spielbar ist. Das war bei See the World, glaube ich, bei ihrer See the World Challenge. Das hat sie gerade noch so fertigstellen können, dieses Let's Play. Und dann war alles war alles nur mehr Kacki. Und jetzt habe ich Rosa eine Chrysanthemen gezüchtet, obwohl ich es gar nicht wollte. So kann es nämlich auch gehen. Und dieses Heiratspack ist ja auch absolut chaotisch, sag ich mal. Schön langsam, weiß ich nicht mehr, was ich mit der Blumenzucht tun soll, weil es zu viel wird. Kinder Sims 2, danach habe ich irgendwie das Interesse verloren. Boah, das ist lange her, Sims 2. Das habe ich gar nicht mal gespielt. Ich habe direkt mit Sims 3 angefangen. Ich weiß gar nicht, wie Sims 2 war. Ich werde in Nux-Laden schauen, aber ich mache zuerst die Blumen noch fertig, weil ich gleich spulen muss. So. Eigentlich kann ich die erste Blumenzucht bald abbauen. Ich sag's euch, wie es ist. Also die mit den roten und den gelben. Die kann ich eigentlich schon abbauen. Ich behalte mir hier die gelben noch. Aus denen kommen die lilanen raus. Aber die restlichen kann ich eigentlich schon wegmachen. NXT, guten Morgen! Und Martina, danke für dein Follow. Herzlich willkommen in der Dodo Crew. Hallo Martina! Oh, Osterfest? Also Ortsfest. Ich habe Osterfest gelesen, Dittner, sorry. Ja, spannend. Ich bin mit 13 in die Beta von Sims 1 gekommen. Seitdem spiele ich Sims. Oh, schön. Aber ich würde mich freuen, dich mal drin zu sehen in der Zukunft. Ich habe einige Videos auch, Sims-Videos auf meinem Kanal gerade
Ich habe das verknüpft mit Animal Crossing. Ich habe Animal Crossing Charaktere in Sims 4 erstellt. Also Tom Nook, glaube ich, habe ich. Dann Bodo und Udo, Misuzu, Melinda, glaube ich, auch. Also ich habe die als Sims erstellt sozusagen. Und habe das ziemlich lang gemacht. Ich habe auch sogar das Rathaus nachgebaut. Aber ich bin nicht gut in Sims, das muss ich dazu sagen. Ich bin keine gute Sims-Spielerin. So, ich fange mal an, da ein bisschen was auszugraben und bring das Nepp und Schlepp gleich mal vorbei. Weil es reicht jetzt auch mit der Blumenzucht langsam hier. Zumindest mit der ersten Blumenzucht. Aus den Grünen züchte ich mir jetzt eh die meisten grünen anderen. Deswegen. Ich habe Sims 4, aber ich habe seit einigen Wochen nicht mehr gespielt. Ja, ich habe auch jetzt ewig nicht gespielt. Ich glaube, über ein Jahr nicht mehr oder so. Da habe ich sogar die Videos gesehen, da war Dodo noch nicht so am Schirm. Ja, da war ich noch ganz klein. Ich bin jetzt auch noch ganz klein, aber da war ich noch kleiner. Melissa, danke für dein Follow und herzlich willkommen. Ey, Shadow, es ist richtig, richtig lieb, dass du mein Live so viel teilst. Aber ich sehe fast die Nachrichten nicht mehr. Also von den anderen Leuten. Also du musst das nicht so oft teilen, dass ich da wirklich gar nichts mehr lesen kann. Okay, heute ist der Umbau. Oh. Heute ist erst der Umbau, Leute. Dann müssen wir noch warten. Dann werde ich mal spulen, dann ist morgen der Laden fertig. Aber vielen Dank, Shadow. Das ist sehr, sehr lieb von dir. Und FX, danke für deinen Follow auf TikTok. Vielen Dank. Melli, danke für die ganzen Geschenke auch. Vielen, vielen Dank. Und Shadow, danke für deine ganzen Geschenke. Vielen, vielen Dank. Rita, danke auch für deine Geschenke. Boah, Shadow, das ist ja richtig krass viel. Danke dir. Ihr seid ja Süßis. So. Dann spulen wir wieder einen Tag nach vor. Dann sind die Bäume auch wieder größer geworden. Ich glaube, einen Tag muss ich dann noch vorspulen wegen den Bäumen. Sims und Animal Crossing, beste Spiele. Oh, Spyro, ja. Spyro ist das mit dem kleinen Dino, oder? Oder? Ja. Das ist doch der kleine, niedliche Dino. Hab all meine Münzen verbraucht. Nur danke dir. Gibt es noch Erdbeeren vom Erdbeerfeld? Ich fand das so toll, wie die, weil die nicht direkt am Boden wachsen. Ja, voll chillig auch, weil man sich nicht so bücken muss. Ah ja, es sind noch welche übrig. Ich habe heute Morgen noch welche gefrühstückt. Kleiner Drache, rosa. Ja, lila. Rosa, lila. Bei uns werden die Erdbeeren auch langsam rot. Ja, ich war gestern dann auch noch bei meiner Mama zu Hause. Die hat auch Erdbeerpflanzen und da ist auch die erste rot gewesen gestern. Hat sie noch gar nicht gesehen, habe ich ihr gesagt, ey, Mama, du hast eine Erdbeere. Eine fertige. Die war aber ganz klein und verkrümmt. Aber das ist ja nicht schlimm. Die schmeckt trotzdem herrlich. Aus dem eigenen Garten ist noch mal besser. So, der Laden ist eröffnet. Ja! Fairy Styles, guten Morgen. Ab wann zieht ein Bewohner in ein neu gebautes Haus ein? Denn ich habe jetzt schon 4 Tage gewartet. Wenn da schon ein Haus ist, sollte da schon ein Bewohner sein. Wenn da nur ein Grundstück ist, dann ist das zufällig. Aber wenn du ein freies Grundstück hast, kannst du auf eine Meileninsel gehen und Bewohner auch so aussuchen und auf deine Insel holen. Wie du das möchtest. So, die Baumschule wächst und gedeiht. Das ist schön. So, und hier haben wir wieder ein paar gelbe bekommen. Oh, eine lilane, sehr schön. Und gelbe. Oh. Kann ich da irgendwas ablegen? Ja, das hier vielleicht. Also aus den lilanen wachsen irgendwie keine grünen. Ich weiß nicht warum. Die grünen habe ich ja hier rausbekommen. Oder sie sind halt hier nachgewachsen. Aber das ist echt verwirrend. Ja, die müssen auch mal alle weg. Aber da weigere ich mich gerade, das zu machen. Hm. Ich pflanze mal hier meinen Bambus.
damit ich mehr Platz habe. Ich brauche Platz. Oh. Doch, der Platz reicht. Der Platz reicht ganz sicher. Ja, guck. Platz reicht. Ich hätte ja so Waldbären in Animal Crossing New Horizons gefühlt. Oh, das wäre richtig toll. Wenn es Waldbären gäbe. Oh ja. Das würde ich auch feiern. Wir müssen eh Bambusholz raushauen. Da ist Platz. Jetzt? Aha. Nicht ganz genug viel Platz. Naja. Ausgraben und verkaufen. Ich spiele seit 10. April 2020, also fast seit Release. Ein paar Wochen später. In Real Life habe ich Valentine's Weibchen, aber ich hole bald eine neue Partnerin für sie und ich habe zwei weibliche Kaninchen. Süß. Oh, frische Erdbeeren. Das ist doch toll, wenn so Familienmitglieder auf einmal mit so frischen Erdbeeren auftauchen. Ah, schön. So, jetzt gehen wir in den neuen Laden, damit ich eine Schaufel habe, eine ordentliche, nicht nur diese Wackelschaufeln. Ja! Nein, der hat noch nicht offen! Oh, ist das mies! Der sperrt ja erst um 8 Uhr auf. Na toll, danke schön. Naja, egal. Irgendwie regnet es nie bei mir in Animal Crossing. Ist euch das mal aufgefallen? Es ist Herbst und es regnet nie. Nutzt doch die Verkaufskiste. Du hast recht, aber ich wollte eigentlich eine Schaufel kaufen. Ohne Schaufel kann ich sowieso nicht weitermachen. Ich glaube, ich habe auch keine mehr in meinem Lagerschrank. Nur mehr Gießkannen. Deswegen werde ich jetzt einmal spulen. Ich muss sowieso wegen den Bäumen noch einmal spulen. Ich möchte die noch einmal größer machen. Ja, das ist doof. Da kommen zwei Dinge zusammen, die blöd sind. Ich habe einen Witze bei einem Live gewonnen. Oh, cool. Erdbeeren mit Vanillesoße oder mit Schlagsahne. Lecker. Aber auch nur Erdbeeren sind lecker. So, 31. Oder ist aber dann Halloween? Wollen wir das? Naja, ist ja nicht so schlimm. So, dann machen wir ein bisschen später. Vielleicht will auch jetzt jemand ausziehen. Die Möglichkeit besteht. Bei mir regnet es dauernd. Ja, es ist ja gerade Mai. In Real Life. Und wenn du in Echtzeit spielst, da ist eben Regenzeit, ne? Da regnet es ganz oft. April, Mai. Foxtimes wild, Hallöchen. Wie heißt der blau-weiße Hase nochmal? Blau-weiße Hase? Der hellblau-weiße Hase? Ich weiß es auch nicht. Jetzt habe ich Hunger. Blaubeermuffins, Erdbeeren, ja, das ist immer furchtbar. Bei mir im Chat geht es immer um Essen. Also nicht immer, aber oft. Spielst du morgen ab bei einem Mario Kart Event mit? Nein, ich bin für Mario Kart Events viel zu schlecht. Das kann ich mir nicht antun. Da würde ich mich nur blamieren. Die ganze Zeit. Und Salis, danke dir für deinen Follow. Herzlich willkommen. Genau, heute ist Halloween. Schön. Lena, Gaming Lena, hallöchen. Schön, dass du hier bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Spielst du eigentlich noch Coral Island oder My Time at Sandrock? Gerade nicht, nee. Gerade nicht. Und hallöchen, Scheuselin. Hi. Oh, warum ist denn das nicht weitergewachsen? Die zwei sind einfach nicht weitergewachsen. Was eine Frechheit.
Na, sowas. So, dann gehen wir mal zum Laden. Ich komme hier überall nicht durch. Das ist halt das, wenn man seine Insel immer weiter gestaltet. Irgendwann muss man so viele Umwege laufen, um ans Ziel zu kommen. Alles schon fertig ist teilweise. Und dann braucht man umso länger. Oh, Aprikosenstreuselkuchen. Oh, jetzt wird's immer wilder hier. So viele lecker Sachen. Hallo, ihr zwei! Und oh mein Gott. Sie haben ja süße Öhrchen. Und jetzt haben sie auch noch Mützen an mit süßen Öhrchen. Das bringt gar nichts. Ihr habt vor Hause schon süße Öhrchen. Oh. Aber es sieht voll süß aus. Es sieht so cute aus. Aber auch ein bisschen dumm. So ein kleines bisschen. Aber ja. Tja, alle Blumen verkaufen. Abgemacht. Stell die Röhren auf. Boah, du hast recht, Mama Biene. Du hast recht, das sollte ich tun. So, dann kaufe ich mir jetzt endlich mal eine tolle Schaufel. Oh, eine Designerschaufel sogar. Wowie. Eine Designerschaufel. Jetzt fühle ich mich aber cool. So, dann kaufe ich auch gleich... Nee, eine Gießkanne brauche ich eigentlich nicht. Da habe ich noch welche im Schrank. Aber hier... Nee, Blumen, sag ich schon. Bäume brauche ich eigentlich gerade auch nicht. Aber da gucken wir jetzt auch vorbei, weil jetzt haben sie hier interessante Sachen. Für den Sumpf, nee. Da müssen wir eher zu Azisa. Aber Leon hat ja auch eine coole Tapete gebracht. Das weiß ich. So, und dieses Ölfass, das nehme ich mir auch mit. Dankeschön. Brauche ich noch was? Nee. Wird ein Kürbisfeld nicht auch gut auf eine Sumpfinsel passen? Ja, schon. Shadow, danke auch nochmal für deine Geschenke. Und Melly, danke für deine Geschenke. Dankeschön. Hab jetzt auch Lust auf Animal Crossing. Ja! So. Okay, da ist wieder was Rosanes gespawnt. Irgendwie wollen keine Grünen mehr spawnen. Warum nicht? Okay, aus denen spawnen trotzdem noch Grüne. Das ist gut. Das ist gut. Weil das wäre problematisch. Wenn da keine mehr rauskommen wollen. Übrigens, Lena, danke für dein Follow. Die Insel wird schon immer besser, aber es fehlen noch sehr viele Bereiche. Wir haben, also gefühlt haben wir auch aber erst gerade angefangen mit dem Gestalten, ne? Gefühlt ist das gerade erst der Anfang. Jetzt kannst du dir den Sumpfboden ja auch nochmal nachbestellen und in mehreren Räumen verwenden. Das stimmt, Leon, da hast du recht. Hast ihn ja jetzt im Katalog. Noch nicht, ich glaube, ich habe ihn noch nicht aufgehoben. Aber stimmt, das kann ich natürlich immer wieder nachbestellen. Und der passt halt auch mega in alle Räume rein. Wenn ich ein Sumpfhaus mache, ich weiß noch gar nicht. Was soll ich denn in mein Haus reinmachen? Ich habe das noch gar nicht entschieden. Wenn ihr an ein Moor oder an einen Sumpf denkt oder so. Was für ein Haus könnte da stehen? Da drin. Irgendwie ein altes Ruinengebäude, so abgeranzt. Verwittert. Irgendwas Verwittertes. So, wie viel Platz habe ich noch? Keinen. Holz, rustikal, bisschen staubig. Ja, genau. Das machen wir. Hab keine Lust, zu denen reinzugehen. Die Ladezeiten sind mir zu lang. Deswegen mache ich das hier draußen.
Leider muss ich jetzt los. Alles klar, Michi. Oh, ich wünsche deinem Papa alles Gute. Und viel Spaß beim Feiern. Eine alte Hütte, genau, eine alte Hütte. Oder so eine alte Gruselvilla. So eine alte Gruselvilla wäre auch was. Weil manchmal gibt es ja so verlassene alte Villen irgendwo. Und mein Haus ist ja schon ziemlich groß, deswegen wird es eher eine Villa. Ein Hexenhaus. Ja, ein Hexenhaus wäre auch cool. Kleine Hexenhäuschen. Ja, genau. Sali, Salichen. Danke nochmal für dein Follow vorhin. Enyari, guten Morgen. Hallo. Sumpfboden könnte ja in den Keller. Ja, da könnte er trotzdem überall hin. Stimmt, Sumpfboden im Keller. So ein Nasskeller ist das dann, wo es so reintropft. Oh ja. Oh, das kann ich mir gut vorstellen. Die Tickets zum Fliegen bekommst du gegen Meilen im Rathaus. Bei dem Nook-Portal. So, dann haben wir das schon mal abgebaut. Das ist immer das Nervigste, wenn man diese ganzen Blumen rumstehen hat. Ist auch noch eine. Und die sich immer weiter vermehren. Obwohl man eigentlich schon aufhören möchte. Ja, die werden jetzt alle verkauft. Ja, ja, verkaufen. Dann kann ich hier die Grünen rüberholen und die Lilanen. Und die schön hinstellen. Damit sie sich schön weiter vermehren. Mir in Animal Crossing ist es gerade windig. Ui, der Wind. Guck mal, ich habe schon richtig viele Grüne. Yay. Übrigens, nächste Woche streamen wir ganz normal. Ja. Dienstag, Donnerstag, Freitag 17 Uhr. Und Sonntag 9 Uhr. Nächste Woche ist ganz normal. Nächste Woche haben wir ja einen Feiertag auch drin. Ja, nächste Woche Donnerstag ist frei. Oh, schön. Hallo Selina. Schön, dass du da bist. Und Shadow, bye bye. Dankeschön dir. Ein Hexenhaus, ja. Ein Hexenhaus wäre auch cool. Wir könnten das ja auch so ein bisschen spooky machen. Wieso ist da frei? Da ist ein Feiertag. Ich glaube, bei mir leider nicht. No! Ach, das ist wieder ein christlicher Feiertag, ne? Das ist wieder nicht in allen Bundesländern in Deutschland so. So, dann packe ich hier die ganzen gelben hin. Ne, die lilanen. Gelb. Die lilanen. Aus den lilanen sollten ja eigentlich auch grüne kommen. Wurde mir gesagt. Wurde mir gesagt, dass das so ist. Irgendwie passiert das aber nicht. Ich weiß auch nicht warum. Von Leichnam ist am Donnerstag, genau. Christlicher Feiertag. Nicht, dass die falsch gepflanzt wird. Die Retro-Bushaltestelle in Rostig. Ja. Einen Sumpfboden haben wir schon. So, dann pflanze ich hier die Grünen. Boah, ich bin so stolz, dass wir das geschafft haben, Grüne zu züchten und jetzt überall Grüne auch dekorieren können. Aber die müssen noch mehr werden. Viel mehr. Schön weiter gießen hier die Grünen. So. Das passt. Eigentlich könnte ich die Gelben auch schon wegmachen. Weil ich glaube, aus den Lilanen kriegen wir nichts mehr hin. Ich glaube, das müssen wir alles aus den Grünen züchten. Grüne aus den Grünen züchten. Da kommt halt 100% auch eine Grüne raus.
Wenn man Unsummen Geld in ein Spiel steckt und es monatlich nicht mehr anfasst, hat man das Gefühl, das Geld umsonst investiert zu haben, oder man freut sich einfach, alles zu besitzen, bis die Zeit wieder da ist, es anzugreifen. Boah, ich weiß es nicht, Yukari. Ich bin da generell ein bisschen skeptisch, was so Ingame-Sachen kaufen angeht. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten, wie ich das finden soll. Ein Froschstuhl! Ein rosa Froschstuhl einfach. Oh Mann, das passt ja. So, jetzt können wir mit den Bäumen anfangen, Leute. Jetzt können wir mit den Bäumen anfangen. Das freut mich jetzt. Den ersten Moor möchte ich schon noch fertig bekommen. Einfach einen Froschstuhl rauszukommen. Was ein Zufall auch. So. Genau. Dann machen wir jetzt die Baumtricks ein paar Mal. Hier könnte zum Beispiel ein Baum dran. Hier ans Eck stellen wir jetzt einen Baum rein. Geht das hier schon? Nee, oder? Doch. Boah, weiß ich nicht, ob Animal Crossing mich das lässt, das Spiel nämlich. Ich glaube aber nicht. Wir probieren's. Ich glaube, das ist zu nah an der Klippe dran. Nee, nee, nicht da. Ach so, wegen Sims und allen Erweiterungen. Nee, das ist wieder was anderes. Ich habe ja auch sehr, sehr viele Erweiterungen gekauft damals. Und ich freue mich, wenn dann das Game wieder buglos ist und man da wieder loslegen kann. Und umso besser ist es ja, dass die jetzt dann das angehen, dass wir das wieder spielen können. Gerade weil wir ja so viel Geld rein investiert haben mit den Erweiterungen und den ganzen Packs, die man da kaufen kann. Also das ist wieder was anderes. Aber ich bin ein bisschen zwiegespalten, was zum Beispiel so Palia angeht mit den Ingame-Käufen. Ich finde das nicht gut und deswegen mache ich das auch nicht. Ich habe bis heute in Palia kein Geld ausgegeben und in Disney Dreamlight Valley auch nicht, weil ich da ein bisschen die Angst habe, wenn ich als Streamerin da viel rein investiere, ahmen mich junge Leute nach und puttern da ihr ganzes Taschengeld rein und das möchte ich nicht. Weil ich habe es selber im engeren Umfeld erlebt, dass da manche Kinder einfach zu jung sind, das Game spielen und da ihr ganzes Geld reinklatschen. Und das ist nicht gut. Man sollte das für was anderes aufheben. Welches Datum und welche Uhrzeit hast du? Ich habe gerade den 31. Oktober, 9.46 Uhr. Hello, Bean! Oh, und danke für dein Follow auf TikTok. Ich kann leider deinen Namen nicht lesen. Aber da ist ein Schuh. Ich kann einen Schuh erkennen. So, wo habe ich noch Äpfel? Ich glaube im Lager. Wo komme ich zum Lager? Ich glaube hier. Oh no. Jetzt wird's wild. Ich verlaufe mich schon. Was rausholen. FIFA ist kritisch, ja, Patricia. Hast du dieses Video gesehen? Das habe ich auch gesehen. Da gibt es so ein YouTube-Video, die das kritisch beleuchten. Mit FIFA. Das ist sehr kritisch. Das sind so viele Leute in Therapie, weil die da einfach zu viel Geld reingesteckt haben. So. Dann holen wir uns mal so einen halb kleinen Laubbaum. Den probieren wir mal hier hochzustellen. Habe ich eine Leiter mit? Nein, natürlich nicht. Wozu denn auch? Braucht man doch gar nicht. Hallöchen, Jenny. Wenn ich gerade Sims höre, ich habe letztens mal wieder gespielt und hatte das Problem, dass durch das Kochen ein Feuer entstanden ist und ich nichts machen konnte, um den Sim rauszukriegen und dann verbrannt ist. Weiß nicht, ob das ein Bug ist, aber es muss doch irgendwie möglich sein, den Sim aus dem Feuer zu kriegen. Ja, doch, sollte sein. Aber egal, welche Interaktion ich gewählt habe, der Sim hat null reagiert. Ja, das sollte nicht sein. Also der Sim sollte wirklich, wenn du das klickst, dass er sich in der Dusche löschen soll oder so, dann sollte das auch funktionieren. Das sollte nicht passieren, tatsächlich. Okay, ich glaube nicht, dass ich den hier hinstellen kann.
Nein, das dachte ich mir. Okay. Ist nicht schlimm. The Poker, Hallöchen. Und danke für dein Follow. So, dann werden wir hier... Wie muss ich das Plateau machen? Einfach nochmal dazustellen. Hier zumachen. Ja, so. Oh je. Das haut nicht hin. Oh no. Ja, um das alles schön zu gestalten, muss man auch wieder sehr viel kaputt machen. Sehr viel kaputt machen. So, jetzt habe ich Platz. Hoffentlich wollen wir es dann nicht mehr umändern, weil dann muss ich wieder alles kaputt machen. Das wäre doof. Ich denke, sehr viel kommt davon, dass man da bargeldlos bezahlt und nicht tatsächlich mit den Händen die Geldscheine übergeben muss und diese dabei auch verschwinden sieht. Nicht nur das, es ist ja meistens so, dass man nicht das Produkt an sich, also wenn du zum Beispiel in einem Game wie, ich weiß nicht, ob es in Palia auch so ist, aber ich nehme es mal als Beispiel. Wenn man in Palia ein Outfit kaufen möchte, dann kauft man ja nicht das Outfit in-game, sondern man kauft eine In-game-Währung, Münzen oder so, oder Coins oder keine Ahnung. Und das wurde auch in dem Video gesagt, das ich gesehen habe. Ich kann es euch leider gerade nicht nennen, wie das heißt, es tut mir leid. Aber du kaufst diese Coins in-game und mit diesen Coins kaufst du dann das Outfit. Und dadurch, dass das so ein Zwischenstep ist, verliert man den Bezug zum Geld, das man da eigentlich gerade reinsteckt. Und das ist das Problem. Leo, danke für dein Follow auf TikTok. Bei Fortnite auch, stimmt, auch mit dem Battle Pass und so. Ich habe früher auch öfter einen Battle Pass gehabt, aber wisst ihr, wie ich das gemacht habe? Ich habe mir diese Coins immer hart erarbeitet. Ich habe einfach mehr Fortnite gezockt, um mir dann in der nächsten Saison den Battle Pass aus diesen erspielten Punkten zu kaufen. Und nicht aus echtem Geld, sondern immer, ich habe immer die Punkte erspielt, weil ich mir dachte, ich habe es einfach nicht eingesehen, das mit Echtgeld zu bezahlen. Das tue ich bis heute nicht. Also deswegen kaufe ich nichts bei Palia, ich kaufe das nicht. Und da habe ich auch letztens mal, und das muss ich euch sagen, da haben wir jemanden geraidet. Die hätte ich nicht raiden sollen, aber ich habe die nicht gekannt und da muss man echt ein bisschen aufpassen. Ich habe die Person nicht gekannt. Und die hat dann in Palia, die hat dann gesagt, die hat da für jeden Monat immer ein bestimmtes Budget, das sie da reinsteckt. Mehrere hundert Euro. Und da habe ich mir auch gedacht so, okay, das war vielleicht nicht der klügste Raid heute. Ja. Schön, wenn da ein Baum steht. Die 13-Jährigen Suchtis bei Genshin Impact haben die Paykarten beim Kiosk oder Tanke gekauft. Ja. Und dann kommt es halt manchmal zu Situationen, wo die dann mit 16, 17 oder mit 17 dann den Führerschein machen wollen und die Eltern fragen so, ja, du hast ja gespart. Dein ganzes Geld, das du immer zum Geburtstag und so bekommen hast, hast du das nicht gespart für den Führerschein? Und die so, nein, ich habe meine 4000 Euro leider in Genshin Impact verbuttert. Und dann kommt die Realität auf einen zu. Hört man immer wieder, dass solche Sachen passieren. Deswegen hasse ich auch Spiele, wo man Ingame-Käufe machen kann oder muss. Deshalb spiele ich auch kein Disney Dreamlight Valley mehr. Das muss man differenzieren. Also ich hasse deswegen Disney Dreamlight Valley nicht. Ich spiele das trotzdem gerne. Aber man muss einfach für sich selber sagen, ich mache keine Ingame-Käufe. Das habe ich auch. Ich habe Spaß an Palia, ich habe Spaß an Disney Dreamlight Valley. Aber für mich ist immer klar, dass ich diese Käufe, die da einen angeboten werden, ausblende. Das spielt für mich keine Rolle. Es nervt zwar, ja, aber für mich
ist das Spiel trotzdem schön. Und es sollte auch sein. Also wenn das Spiel dann wirklich dich zwingt, dass du irgendwann mal Ingame-Käufe machen musst, dann würde ich das auch nicht mehr weiterspielen. Dann würde ich das auch lassen. Ich heiße auch Kai. Ja, hallöchen. Zweimal Kai hier im Chat. Hallöchen an die Kais. So, das haben wir hier sowieso noch nicht fertiggestellt. Ich klaue mir da wieder mal so ein Ding. Uiuiui, Marie, was ist denn bei euch los? Gesunder Umgang mit Geld ist sehr wichtig. Ultra wichtig. Sehr, sehr wichtig. So, ich würde da oben eigentlich einen Nadelbaum fühlen. Was sagt ihr? So ein kleiner Nadelbaum? Nicht der richtige Platz, ja klar. Aber jetzt auf einmal, nur weil ich einen kleinen Minischritt nach vorne gegangen bin. Ah, Animal Crossing. Ui. Ich lösche es mal, Marie. Ich hoffe, es ist alles gut gegangen. Ich hoffe, es ist alles gut gegangen. Das ist natürlich gar nicht schön. So, da ist so ein Mini-Durchschlupfgang. Aber das finde ich okay, dass man da noch so ein bisschen weiterkommt. Der Baum ist sehr schön dort. Der kleine Laubbaum. Den müssen wir aber noch einfrieren. Dann könnten wir hier auch noch einen Nadelbaum draufsetzen. Da brauchen wir aber, glaube ich, gar keinen Baumtrick, oder? Oder doch? Doch, brauchen wir. Doch, brauchen wir. Ein Baumi-Trick wird angewandt. Geht sich das da aus? Oh, ich muss es ausprobieren. Ich sehe es leider nicht. Eisiger Boy, hallöchen. Hi. Guten Morgen. Animal Crossing ist ein gutes Spiel. Man bezahlt einmal und hat alle Möbel und Dinge, die man braucht. Ich muss mein Geld bezahlen. Ich muss kein Geld bezahlen, um neue Devices zu bekommen. Ja. Das ist gut. Also das mag ich auch. Und das ist auch kinderfreundlich. Und ich glaube, da muss man auch ein bisschen differenzieren. Wenn es so Ingame-Käufe gibt, wie in Palia und in Disney Dreamlight Valley, dann sollte das Game eigentlich erst ab 16 sein oder so. Meiner Meinung nach. So ein Game wie Animal Crossing, wo man nicht aus Versehen oder schnell mal, ich weiß nicht, es ist halt so, teilweise haben Kinder schon mit 10 Jahren eine Bankomatkarte und können dann eben Ingame-Käufe machen. Und, oder mit 9 teilweise schon. Oder ab 6 schon, ich weiß nicht, es wird immer verrückter. Und dann ist das eben gefährlich, dann sollte man den Kindern vielleicht entweder alles beibringen, dass man das nicht machen soll und begleiten und ihnen das eben näher bringen. Oder eben keine Games geben, wo sie Ingame-Käufe machen können. Das sollte eigentlich eine Warnung stehen auf den Games. Muss ich euch sagen. Weil es macht halt sehr schnell süchtig. Und das ist das Problem. Das ist ein sehr interessantes Thema heute, das wir noch nie hatten. Das haben wir noch nie so besprochen. Finde ich cool. Selbst wenn man Treasure Islands nutzt auf Animal Crossing, hat man für wenig Geld ewig was davon im Vergleich. Oh, ja, das ist wieder ein anderes Thema. Treasure Islands, da wo man subben muss, finde ich aber auch nicht okay. Die finde ich nicht okay, die Sachen. Das ist halt so schwierig. Ich meine, wenn man erwachsen ist und das für sich entscheidet, ist es ja okay. Aber wenn es um Kinder geht, ist das ein Problem. Mit 10 schon eine Bankkarte. Ach herrje, ja. Ich hatte auch als Teenager keine. Ich glaube, ich hatte meine erste mit 15 oder so. Guck mal, ein Baum.
Ist ein süßer Baum. Ja, voll. Taschengeld reicht ja auch schon, wenn sie dann zum Rewe oder so gehen und sich diese Karten aufladen. Google Play oder so. Gerade bei, ich glaube, Genshin Impact ist ja ein Handy-Game, Mobile-Game. Da gehen ja diese Google Play-Karten, glaube ich, drauf. Die kann man sich einfach so kaufen. Ja, es ist eine neue Gefahr irgendwie so für Kinder. Schwierig, schwierig. So, jetzt muss ich hier diese Designs wieder nachmalen. Die sind natürlich jetzt weg. Das ist nicht cool. Aber ich glaube, dass da oben ein Baum steht, ist ganz gut. Oder? Was meint ihr? Der Baum sieht doch ganz cool aus da oben. Ja. Gucken wir es mal von hier vorne an. Ja, der ist schön da oben. Ein schöner Baum. Haben wir gut ausgesucht. Kinder können die Auswirkungen von Ingame-Käufen nicht so gut einschätzen und müssen den Umgang mit Geld vielleicht erst lernen. Wenn sie dann einfach kaufen können, wonach ihnen ist, dann kann das gefährlich sein. Genau, Jenny, genau. Deswegen. Und vielen Eltern ist es halt nicht klar, wenn sie denen so ein Game wie Disney Dreamlight Valley geben, den Kindern, dann denken sie, da gibt es Disney-Charaktere, voll cool, voll cool. Aber wenn da keine Warnung irgendwie dran steht oder die Eltern halt zu wenig Zeit haben, sich zu informieren, was natürlich nicht sein sollte, aber es passiert halt einfach, dann kann sowas sehr schnell schlecht ausgehen. Weil man eben von außen sieht man Disney Dreamlight Valley und sieht, oh, cool. Kinderfreundlich, fantastisch, schön, Disney, wow. Und dann... So, ich glaube, wir fangen jetzt an mit dem Moor-Design. Ich glaube, es ist soweit. Wie bekomme ich die Leiter? Ich glaube, du meintest gerade... Du meintest gerade die Leiter hier, die Rankenleiter. Das ist ein DIY. Die normale Leiter, also es gibt eine normale Leiter, die du in der Hand halten kannst. Die kriegst du ja eh von Haus aus, wenn du im Spiel fortschreitest. Dann gibt es noch eine Leiter, die du so hinstellen kannst, die du bei Nepp und Schlepp kaufen kannst. Das ist ein DIY. Und diese Rankenleiter, die bekommst du als DIY entweder auf der DLC-Insel oder auf der Captain-Insel, auf der besonderen, wo es auch diese Ranken gibt. Genau. No. Ist ein bisschen schwierig zu bekommen. Das ist wirklich so. So, dann machen wir hier auch noch ein paar Bäume hin. Hier so ein Baum. Vielleicht auch hier so ein Baum. Nicht dieselbe Stelle. Eisiger Boy, danke für dein Follow. Vielen Dank. Nein, das geht wahrscheinlich nicht, weil ich da hinten ja dann schummeln muss mit den Weizenfeldern. Schummeln. Honigbienchen, ich wünsche dir auch noch einen schönen Tag. Genieß es. Habt ihr auch so schönes Wetter, Leute? Ich hoffe es. Ich hoffe, ihr habt schönes Wetter. Nein. Da. Hallo Rose, hi. So. Langsam den Sumpf aufbauen. Ich weiß gar nicht, wie weit ich den jetzt hier hinziehen soll. Das werde ich mit Weizenfeldern abgrenzen. Ich habe leider keine Weizenfelder mehr, fällt mir gerade auf. Das wird schwierig. Die sollte ich mal nachbestellen.
Ich spule die ganze Zeit und hätte die ganze Zeit welche bestellen sollen. Ei. Schwierig. Doch. Das normale Design. So. Hier ist es sehr grau und ziemlich frisch. Oh nein. Bei uns regnet es seit gestern durchgehen. Oh nein. Nein. Das ist schade. Am Wochenende schlechtes Wetter ist immer blöd. Wäre ja schön, wenn es nur das ist. Arbeite im Kindergarten und ein Großteil der Eltern geben den Kindern alles. Hauptsache, sie sind beschäftigt. Ein Kind hat erzählt, dass es am Wochenende GTA 5 zocken will. Und alles, was ich tun kann, ist beten, dass er das nur irgendwo aufgegriffen hat und nicht wirklich spielt oder zuguckt. Oh my goodness. Also meine Kindergartenzeit, ich bin ja auch Erzieherin und meine Kindergartenzeit ist leider schon ein bisschen her. Also ich habe jetzt, also vor 5 Jahren hatte ich dann mein letztes Praktikum, bevor ich die Ausbildung abgeschlossen habe. Wir hatten auch teilweise echt Momente, wo wir nur den Kopf schütteln konnten. Aber das ist wirklich krass. Oh, hoffentlich zockt er nicht wirklich GTA. Mit 4, 5 Jahren bitte nicht. Was auch ganz schlimm ist, sind Schlafzeiten der Kinder. Ein Junge aus meinem Hort zockt gerne Fortnite und wenn er mir sagt, wie viele Stunden Schlaf er bekommt, kriege ich echt Angst. Oh. Uiuiui. Ja, es ist so schwierig, weil man nicht weiß, was man tun kann. Die Eltern müssten einfach besser aufgeklärt sein. Aber das ist auch leichter gesagt als getan, natürlich. Ich spiele Animal Crossing. Steht hier. Und hier. Schlafe täglich weniger als 5 Stunden. Das ist sehr wenig, Alexander. Das ist sehr, sehr wenig. So, da. Also, der Sumpf wäre mal hier so abgeschlossen. Ja, natürlich, da kommt noch die ganzen, also die ganzen Kaschierungen kommen da noch hin. Und so. Auf jeden Fall. Aber das passt jetzt mal soweit. Hier sollten auch noch Bäume hoch. Hallo Daniel, ausziehen bitte. Einmal bitte ausziehen. So, ich habe eh noch ein bisschen Intus. 4 Äpfel habe ich noch in mir. Schlafe immer mindestens 7 Stunden. Das ist gesund. Mindestens 7 Stunden passt. Okay, ciao. Was ist los, Dr. Dodo? Welche Bewohner sollen noch aussehen? Welche suchst du? Also ich suche definitiv noch Tano und Vazi und vielleicht auch Sigmund, wäre auch cool auf der Sumpfinsel. Und ausziehen müssen definitiv noch Rex, Tentatron, Daniel, Biggie und Markus. Also da haben wir eh noch einiges am Platz. Steve kann bleiben, Freddy sowieso, Olivia auch, ganz klar. Chuck auch natürlich. Und Magda ist so, sie kann ausziehen, wenn sie möchte. Aber ich weiß nicht, sie ist schon irgendwie süß. Bin unschlüssig. Oh ja, ein Baum. Oh, sehr viele Meilen, das ist gut. Die brauche ich eh. Hier auch. Ja. Trinken nicht vergessen. Sehr gut, Marie. Danke, dass du mich erinnerst. Was ich heute noch so Schönes mache, nach dem Stream werde ich ein Video schneiden. Also arbeiten. Arbeiten und ich glaube, meinen Kleiderschrank aussortieren heute.
Das muss auch mal getan werden. Nicht so spannend bei mir heute. Und Content vorbereiten für heute Abend. Heute um 18 Uhr kommt wieder ein Hauptkanalvideo auf YouTube. Das muss auch noch erledigt werden. So, ich glaube, wenn das sich hier ausgeht, möchte ich eigentlich hier... Genau. So ein kleines Tropfenplateau. Ja. Und dann kommt hier ein Baum hin. Ein großer. Nee, das ist ein Spross. Das ist ein großer. Genau. Ja. Wie lange kann mein Laptop bitte Sims 4 vorbereiten? Die Ladezeiten dauern da auch echt krass, ja. Ich verstehe nicht mal, wie die mit 4 oder 5 überhaupt schon Spiele spielen. So, ich hatte meine erste Konsole, die Switch mit 14 bekommen, aber auch nur unter bestimmten Bedingungen. Ja. Das ist halt, die ganz kleinen Kinder heutzutage wachsen ganz anders auf und kriegen beim Windelwechseln teilweise schon das Handy in die Hand gedrückt, dass die da irgendwas rumdrücken. Also kann man nicht vergleichen. Steve habe ich auch noch nicht mehr lange. Was meinst du, Karl? Nicht mehr lange? Muss er ausziehen? Steve muss weg. Ich bin gerade ein bisschen unsicher. Ich hätte hier gerne noch weitere Bäume, aber dann mache ich hier noch Kiefern hin oder so, weil die gehen sich hier aus. Ich muss ja nicht immer Laubbäume und Nadelbäume machen. Kiefern gehen ja auch easy. So. Hier. Da oben geht sich keine Kiefer aus, glaube ich. Nee. Aber da könnte man eine riesen Ranke hinpacken. Ich hätte irgendwie gern mehr Pflanzen. Da bin ich nicht ganz so zufrieden. Wenn ich hier so lang gehe, ja, da ist zu wenig pflanzig. Zu wenig pflanzig, Leute. Jetzt muss ich mal gucken, wie es aussieht, wenn ich unten eine Kiefer ranstelle. Das könnte dann besser aussehen. So. Wie viele Weizis habe ich denn noch? Ja, nicht mehr viele. Da muss ich auch mal gucken, was bei Lia noch so dabei liegt. Vielleicht ist da noch ein Weizenfeld darunter. Nein. Nicht dagegen hauen. Das könnte nämlich auch gut aussehen. Ja. Ja, doch, das gefällt mir. Und wo wollte ich noch eine Kiefer hinstellen? Hier. Hab ich eine Leiter mit? Mann, ich muss mir Ranken besorgen. Ich muss mir echt Ranken besorgen. Überall müssen Ranken ran. Ich habe eh noch so viele im Lager. Ich vergesse es nur immer wieder. So, Kiefer. Doch, da ist Platz. Jetzt. Guck, Platz. So, da geht sogar die Ranke noch dahin. Hab es doch gewusst. So, dann gucke ich mal kurz, was Leon im Angebot hat. Weiß ich selber nicht mehr. Jetzt ist es auch schon für ein paar Tage her. Alles mal reinpacken. Nee, die Behelfsbergbank bitte nicht. So viele Äpfel brauche ich dann auch wieder nicht. Und das auch. Oh, da ist ein Geschenk. Das warten wir kurz ab. Da könnte ja ein Weizenfeld drin sein. Wenn das jetzt wirklich drin wäre. Ich habe dir Ranken und Leuchtmus mitgebracht gehabt. Ja, voll, voll.
Yes. Punktlandung hier. Bin wieder da. Willkommen zurück. So. Es ist eine Kerze. Aber immerhin, die ist auch cool. Baumruine. Oh ja, stimmt. Du hast gesagt Baumruinen. Ja. Pack einfach alles ein und pack alles ins Lager. Da sind schon die Ranken. Ich sehe sie schon. Scharfschützen sehr sie. Ja, ich kann das. Ich spiele in meiner Freizeit auch Shooter Games. Naja. Hin und wieder Battlefield bei Daniel, aber ganz selten. Und hin und wieder mal Fortnite. Aber auch nicht so oft. Aber anscheinend hat es sich doch gelohnt. Die Frage hast du dir jetzt selber beantwortet, Shadow. Die wurde gerade beantwortet. Wegpacken wollte ich, nicht rausholen. Kerze. Das nicht. Weizenfeld, da war eins dabei. Ich habe es gesehen. Und voll viel Baumstammfallsets. Das ist cool. Froschstuhl auch noch, ja. Weizi, da war doch Weizi. Nein, das ist nicht normal, Sophie. Dass du 30 Minuten wartest, bis du spielen kannst, ist nicht normal. Definitiv nicht. Nele, Hallöchen. Fortnite gerade neue Season. Ja, das stimmt. Da ist der Sumpfboden. Jetzt habe ich ihn aufgehoben. Nein, nicht. So, die behalte ich mal. Mit denen gestalten wir gleich. Und dann gucke ich mal wegen den Weizis. Ja. Okay. Das ist ja immerhin schon mal ein Anfang. Ich könnte aber auch endlich mal anfangen, das mit anderen Sachen auch zu kaschieren, wie zum Beispiel Steine oder so. Da traue ich mich immer nicht. Oder eben Laubhaufen. Gerade am Weg wäre so ein Laubhaufen eigentlich ganz cool, der das kaschiert. Wo sind denn die Steine? So viele Froschstühle, Leute. Guckt euch das mal an. Am Anfang habe ich so gesagt, ja, einen Froschstuhl müssen wir irgendwo platzieren. Jetzt habe ich 6. Wo sind sie denn, die Steine? Habe ich die alle verbaut? Nee, ach hier. Hier sind sie. Nehmen wir mal ein paar mit. Jenny, ich wünsche dir auch noch ein schönes Wochenende. Genieß es. So, Weizi. Es geht noch ein Ticken weiter hinten. Ah, nee. Klappt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ja, so ist besser. Dann probiere ich das mal. Nicht hin, Stein hinstellen. Ja, das sieht man ja trotzdem alles. Das ist sehr schwierig, weil die Weizenfelder, die verdecken halt wirklich alles, alles. Weil die dann so aneinander stehen. Aneinander. Ich kann heute nicht sprechen. Was ist los in meinem Deutsch? Ich kann das nicht heute. Heute ist ganz schwierig. Das wird wirklich heavy. Das hübsch hinzubekommen wird sehr schwer. Der Laubhaufen macht schon viel Gutes, aber es ist halt die Frage, wenn ich einen Laubhaufen hier platziere und dann dahinter noch einen Laubhaufen. Die grenzen wahrscheinlich nicht aneinander dran. Hier, so, jetzt ein Laubhaufen nochmal da daneben.
es wird sehr schwierig. Ja, das geht nicht. Das kann ich so nicht lassen. Anderer Sumpfbereich, was meinst du? Es wird schwieriger als gedacht, Leute. Aber wir kriegen das hin, wir haben alles bis jetzt hinbekommen. Alles haben wir hinbekommen. Gibt es da nicht irgendein Item, das sich dann noch eignen würde? Vielleicht doch der flache Stein? Guck mir mal die Flachsteine an. Was rausholen? Ja, die Flachsteine. Hier. Ja, Laubhaufen ist keine gute Idee. Wir könnten dazwischen auch irgendwie so ein Ölfass ja reinstellen. Das war gerade, genau, Mama Biene hat das gerade erwähnt. Das wäre vielleicht was. Oder eben nochmal eine Kiefer. Nochmal eine Kiefer? Weiß ich nicht. Nee. Obwohl, eigentlich ist es nicht so übel. Gibt es davon keine auslaufenden Designs? Nein, Belly, sonst hätten wir die. Eigentlich finde ich die gar nicht so schlecht, die Kiefer, wenn die hier so steht. Kann es auch daran liegen, dass es ein System-Update machen muss? Kann auch sein. Aber 30 Minuten warten, bis das Spiel startet, ist nicht normal. Gedenkstein, Moosstein, flach. Nein. Hier wird der sich vielleicht eignen. Ja. Ja, hier passt er gut. Wenn ich dann oben drüber ein Weizenfeld stelle. Ja, okay. Das ist eine gute Kombi. Solche Kombis müssen wir weiterhin finden. Dann wird das was. So, guckt. Das passt so. Dann hier wieder so einen flachen Stein. Nur andersrum. Oh, das war jetzt nicht andersrum. Doch, von der Seite. Ist er jetzt. Da. Nein. Nein. Bitte geh, bitte geh. Oh nein, es geht nicht. Voll fies, voll gemein. Verbindet sich nicht. Hier so? Doch, das passt wieder. Aber andersrum. Oder? Ja. Andersrum. Guckt, Leute. Das wird ja doch was. Ich habe kurz gezweifelt. Ganz kurz habe ich gezweifelt. Aber es wird ja doch.
Das Zweifeln hat niemand gemerkt. Nein. Da gehört auch noch was hingestellt. Da können wir aber einen Stein hinstellen. Einen Gedenkstein am besten. So. Hey Daniel, geh raus aus dem Sumpf. Oh ja. Leute, ich glaube, wir haben's. Ich glaube, wir haben's. Es sieht hier trotzdem noch ein bisschen abgehackt aus. Vielleicht muss ich da noch eins hinmachen, so ein Weizi. Das könnte dann zu viel werden. Warum gibt es eigentlich kein halbes Weizi? Ich bräuchte ein halbes Weizi. Habe ich noch eins? Ja. Ja, doch, passt schon. Oder hier noch was anders hinstellen? Vielleicht eine Fackel oder so? Oh, eine Fackel, Leute. Eine Fackel wäre cool. Oder irgendwas anderes dünnes, langes. Oder hier. Baumstammfallset. Die liebe ich ja. Oh, oder eine Pilzlampe. Ja, eine Pilzlampe, Leute. Das ist besser als eine Fackel. Damit wir hier das nicht so abgehackt haben. Hier. Nicht genug Platz. War ja klar. Ach, das geht nicht näher ran. Geh. Mei, was macht es denn? Nerviges Teil. Oh. Aber es sieht besser aus als ohne. Ich habe noch was mitgenommen, oder? Genau, Baumstammfallset. Ja, das passt besser. Besser? Oh mein Gott, mein Deutsch heute. Es tut mir so leid, Leute. Ich weiß nicht, was los ist. Meine Aussprache ist vollkommen für den Arsch. Emily, Hallöchen. Ich weiß nicht, was heute los ist. Ich wollte nur meine Wäsche hinhängen. Jetzt habe ich doch noch die Blumenkästen gemacht. Ist doch gut, Lilly. Passt doch besser, oder? Aber auch so. Auch so passt es besser. Ah, Moritz, ich bin da die falsche Ansprechpartnerin. Es gibt da so coole TikTok-Kanäle, die da ganz viele Tipps haben, wie man als kleine Streamer wachsen kann. Ich würde mich jetzt auch nicht als große Streamerin bezeichnen, also ich bräuchte die Tipps genauso. Aber auf jeden Fall, was ich so für mich sagen kann, das Spielen, was einen Spaß macht, weil sonst macht man es nicht lange. Und auch nur streamen, wenn man wirklich Bock hat, weil wenn man schlechte Laune hat, merken das die Zuschauer. Vielleicht auch dir ein, zwei fixe Tage einteilen. Das hilft auch ganz gut, damit deine Zuschauer auch mit dir rechnen können. Deswegen habe ich jetzt auch fixe Streaming-Zeiten habe ich jetzt seit einem halben Jahr oder so. Und das hat auch sehr geholfen. Du brauchst nicht das beste Equipment. Gib nicht tausende Euro aus, um anzufangen. Sowas kann ich dir schon sagen. Das sieht so cool aus. Levi, dankeschön. Und danke für dein Follow. Also es wird... Ich weiß nicht, ob hier der Baum cool ist. Dann würde ich eher woanders hin machen. Dann machen wir noch ein anderes Design rein. Hier. So. Vielleicht hier der Baum. Die Baumruine meine ich. Nee, nicht anziehen. Auf den Boden. So. Dann holen wir mal kurz die Baumruine.
Aber guck auf jeden Fall auf TikTok, da gibt es richtig viele, die da mehr sagen können. Anna, danke dir für 3 geschenkte Subs an die Community. Stufe 1. Vielen, vielen Dank, Anna, für die 3 Geschenksubs. Danke dir. Vielen Dank, Anna. Das ist ganz lieb. Seid ihr auch noch so müde? Ich bin auch noch ein bisschen müde, ja. Ich habe aber gut geschlafen. An dem blickt es nicht. Ist wahrscheinlich einfach, weil Wochenende ist. Darf man müde sein. Klar, es ist das letzte Item, das ich angucke. Ich habe schon wieder ein Geschenk. Nee, der Baum gefällt mir hier nicht. Der muss woanders hin. Ich glaube, da drüben links in die Ecke oder so. Da gucke ich mal gleich, wie weit ich den in die Ecke stellen kann. Ja, so? Nee, so nicht. So. Das wäre dann dieses Design. Nee. Nee, das geht gar nicht. Ah, Mist. Da kann man den gar nicht hinstellen. Na, dann lassen wir das mit dem Baum. Dann machen wir auf der anderen Seite einen Baum hin. Dann lassen wir hier das. Hier könnte ich dann noch so einen Frosch oder so hinmachen. Und hier sollten auch noch ein paar Weizenfelder oder so hin. Aber ich habe gerade keine mehr. Ich müsste die umgestalten. Wir müssten aber sowieso mal ganz kurz zu... Ja, ich gehe schon richtig zu Björni, weil wir die Partylichtertor-Sachen noch umgestalten müssen. Für die Landbrücke. Raven Queen, Prost! Prost, Prost. Ich bin topfit, nur etwas genervt. Oh nein! Das ist auch nicht gut. Hallo Rex, bitte ausziehen. Er redet von seinem Traum. Okay. Daniel, du musst auch ausziehen. Stimmt's, die Baumruine mit Moos passen besser zum Design vom Sumpf. Ja. Ich glaube schon, ja. Also ab und zu kann man auch die ohne Moos nehmen, das ist nicht schlimm. Ist auch schön. Aber vielleicht passen sie einen Ticken besser, ja. So, das kostet wahrscheinlich sehr viele Sternis, wenn ich das umgestalten möchte. Da müssen wir mal eben gucken, ob ich da genug habe. Laubhaufen. Ja, ein Weizenfeld habe ich hier noch. Gedenkstein, Muskatenstein. Ölfass, Muskatenstein. Ich mache gerade kurz ein bisschen Platz, damit ich andere Gegenstände auch noch zum Umgestalten mitnehmen kann. Wie zum Beispiel die anderen Weizenfelder. Die sind nämlich noch hellgrün. Und nee, die sind weiß. Cremefarben. Und die sollten noch grün werden. Genau, so ein Leuchtmusteich können wir auch mal in den Sumpf stellen. Das würde auch voll passen. Okay, was muss ich noch umgestalten, was dringend ist? Eigentlich nichts. Ja, die Sachen, aber die sind nicht notwendig. Ich habe noch genug andere Tore. Westernfassade wäre auch mal was. Oder eben die Pilze. Oh, wartet mal. Das probiere ich jetzt mal, wie das aussehen würde. Wenn hier so ein Pilzi stehen wird. Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Eigentlich cool. Vor allem auch mit den Pilzlampen und so.
wäre das cool. Was ist deine Lieblingsjahreszeit in Animal Crossing? Herbst. Oh, Bodo. Bodo feiert auch Halloween. Ich möchte fliegen. Auf die Harvis-Insel. Ja, die Baumruine ohne Moos ist auch super, keine Frage. Ja, aber wenn ich die in den Sumpf mit reinstelle, dann finde ich die mit Moos cooler. Aber wenn ich mal eine Baumruine platziere, die ich nicht direkt in den Sumpf reinstelle, dann würde ich auch die normale nehmen ohne Moos. Hab Weizenfelder für dich gesammelt, bei Bedarf gerne melden. Wir machen das nächste Woche wieder. Das mit dem, ihr dürft mir Items für den Sumpf bringen. Wenn ihr Items habt, die passen, gebt bitte nicht extra Geld aus. Wenn ihr eh sowieso Sterni-Not habt oder so. Nur wenn ihr es wirklich nicht braucht. Nächste Woche machen wir das. Ich denke mal Donnerstag. Weil mir gehen wirklich die Items aus. Ich merke das schon. Auch wenn ich bei Dodo Reef immer wieder Sachen kaufe und bestelle. Die Sternis... Ah, die Items gehen aus. Die Sternis noch nicht. Da habe ich noch ein paar. Mal 50.000 hier abheben. Oh, es ist schon Mittag, Leute. Es ist einfach schon Mittag. Die Zeit vergeht so schnell. So, zuerst die Partylichtertore. Die wollen wir in dunklem Holz. Boah, 5200. Ich wusste es doch, dass er teuer wird. Puh. Wäre schon cooler, wenn man direkt die braunen bestellen hätte können. Aber nein, meine müssen ja weiß sein. So, dann das hier. Nummer 2. Aber dann haben wir alle Partylichtertore für die Landbrücke. Wenn ich aber beim Tempel wieder 2 aufstellen möchte, müsste ich noch 2 besorgen. Aber da kaufe ich sowieso noch mehrere nach. Die sind ja generell auf der Insel immer schön, diese Partylichtertore. Ich glaube, ich habe auch eins beim Rathaus stehen. So. Sind alle braun. Alle schön braun. Laura, danke dir für deinen Follow auf TikTok. Vielen, vielen Dank. Und Karl, bye bye. So, die anderen Sachen machen wir noch. Was habe ich jetzt eigentlich mitgenommen? Nee, die nicht. Ah ja, Weizenfelder. Schon fast vergessen. Was, die ist grün? Ach, der eine ist grün. Die anderen zwei nicht. Ja, die sind blassgrün. Ich hatte doch recht mit hellgrün. Blassgrün sind die. Wir nehmen trotzdem das moosigere Grün. Passt besser. Und da bleiben wir auch dabei. So. Die kosten nur 1000, zum Glück. Aber wie will man eigentlich Weizen umfärben? Wie funktioniert das? Komische Methode. So, Dankeschön. Gerd hat eh nichts. Und die anderen habe ich noch gar nicht abbezahlt. So. Gehen wir wieder zurück. Dann können wir die Landbrücke zumindest mal fertig machen. Aber mir war schon klar, dass wir heute dann nicht fertig werden. Weil die andere Seite fehlt ja noch komplett. Und die wird noch größer als die rechte Seite. Aber das war mir schon klar, weil das echt riesig ist, was wir hier an Gestaltungssachen brauchen und an Kreativität brauchen und Möbel und alles Mögliche. Das ist echt riesig. Das ist, dauert länger als der Tempel. Wirklich, dauert echt länger. So. Kommt mal hier wieder die Treppe hin. Irgendwann müssen wir ja auch mal eine Treppe nach oben machen. Eine echte. Also eine von Tom Nook. Da kommen wir auch nicht aus. So.
da noch hin. Boah, das sieht so cool aus. Ich liebe es. Achso, die kann man noch ein bisschen zusammenschieben. So. Und dann möchte ich hier noch Laubhaufen hinmachen. Anouk, Hallöchen! Ich möchte was rausholen. Ein paar Laubhaufis. Es gibt nur die Laubhaufen, wo man durchlaufen kann, oder? Als Boden. Oh, oder Weizenfelder. Als Bodendeko. Oder gibt es da auch noch was anderes? Ja, Kirschblütenhaufen, definitiv. Aber ich glaube ansonsten nicht wirklich was. Nö. Meine nicht. Aber das macht nichts. Jetzt nehme ich nochmal das Tori mit. Aber ich glaube, das wird dann zu viel, wenn wir jetzt noch ein Tor auch noch davor machen. Nee, ich glaube, das ist zu viel. Oder? Was meint ihr? Ich meine, es sieht von vorne richtig cool aus. Ich weiß es nicht. Was meint ihr? Ihr müsst mir helfen. Ich weiß es wirklich nicht. Wie Freddy den Teich fegt, macht er das? Oh no, Freddy. Du musst den Teich nicht fegen. Ach, Freddy. Du Chaot, du. Kleiner Chaot. Ich find's zu viel. Ich glaube, ich auch. Mach ich lieber ein paar Laubhaufis hin. Oh ja, das ist schön. Wenn man da so durchläuft, durchguckt. Ich meine, die rechte Seite sieht man jetzt gar nicht wegen dem Baum. Aber hier schon. Dann könnte man das Ganze noch so angucken. Oh ja, das ist cool. Die Landbrücke wird echt schön, Leute. Wenn ich mir das so ansehe. Wow. Das Tor ist gut, aber ich finde zu viel Partygirlanden. Nee, die finde ich ganz cool. Die würde ich nicht wegmachen. Die gehören dazu. Vor allem, ihr müsst euch das vorstellen, das Ganze müssen wir im Nebel betrachten. Also, das ist immer ein bisschen schwierig. Im Nebel sieht man gar nicht so weit und im Nebel sieht man auch Lichter viel, viel schlechter. Das fällt dann gar nicht mehr so krass auf. Deswegen können wir ruhig mehr Licht und so machen, weil man das Ganze dann eh nicht mehr sehen würde. Weg mit den Algen, ja, Volllinchen, du hast recht. Er fegt die Algen weg. Freddy, wie geht's dir heute? Ein weiterer Tag im Paradies. Oder wie ich es nenne, Dodo. Boah, ach, ihm gefällt's hier. Das ist so süß. Oh, ich liebe Freddy. Ich mag ihn so sehr. Der Freddy ist so cool. Und süß. Ich mag ihn. Zum Abschluss noch ein Lichtertor hin. Jetzt habe ich keins mehr. Ich habe keins mehr. Aber mal gucken. Ich finde es so jetzt eigentlich mal ganz gut. So, einen Pilz machen wir hier nochmal weg. Den stelle ich da mal in die Ecke. Weizenfeld hinein. Ach, das passt dann nicht mehr hinein. Okay. Na, dann nicht. Dann nicht. Da geht wieder keins rein, aber das ist okay. So.
Algis. Nee, nicht Algis, Ranken. Kommen da natürlich überall hin. Im Sumpf können es nicht genug Ranken sein. Geht da noch eins hin? Ich glaube nicht. Nein. War ja klar. Und wenn ich das hier hinrücke, dann müsste das ja gehen. Ja. Okay, da ist wieder ein Geschenk. Da komme ich aber nicht ran. Hilfe! Ah. Es fliegt ganz schwierig. Okay, Leonie, die Frage wurde dir schon beantwortet. Sehr cool. Danke, Leute. Danke, dass ihr euch untereinander so helft. Das ist richtig schön. Kalateja, Hallöchen. Oh ja, Sternis. Sehr gut. Ey, Leute, ich muss euch echt sagen, ich liebe es jetzt schon. Es ist zwar jetzt nur die rechte Seite halb fertig, also fast fertig, aber ich liebe es jetzt schon so. Guckt euch das mal an. Das ist so schön. Vor allem, dass das Ganze zu Freddy führt. Und da ist auch alles schon so schön. Ja, es fehlen immer noch. Es fehlen immer noch hier Leuchtmuss-Sachen am Boden. Ich weiß. Und Details und alles Mögliche. Hier könnte man zum Beispiel noch einen Stein hinstellen. Erinnert mich irgendwie so an Harry Potter. Harry Potter? An den verbotenen Wald. Ist auch cool. Ja. Ich feiere diese Insel so sehr. Ich kann es so immer wieder sagen. Wir könnten so eine Rankenbank in den Sumpf hineinstellen. Das heißt, es wird so eine Ranke rauswachsen. Und genau, jetzt müssen wir natürlich auch noch... Ah, die hätte ich umgestalten müssen. Jetzt müssen wir auch noch die ganzen Plattformen gestalten. Die hätten auch umgestaltet gehört. Upsi. Oder einen Pilzschirm hätten wir mitten in den Sumpf reinstellen können. Aber den können wir ja umgestalten selber. Habe ich noch Kids? Ich habe keine Kids mehr. Das ist natürlich blöd. Nee, ich habe nichts mehr. Okay, dann wird das nicht umgestaltet. Außer wir fliegen noch mal rüber. Aber ich habe Turtle auch schon gehabt, oder? Ja, Turtle habe ich auch gehabt. Das heißt, ich brauche gar nichts einpacken, sondern kann das von Turtle dann immer holen. Was machen wir da oben noch? Ich würde mal kurz mit den Pilzlampen was machen. Und vielleicht so ein Fass. Oder einen Stein. Oder sowas. Es gibt zu viele Möglichkeiten. Es gibt zu viele Möglichkeiten. Das ist echt schlimm. Ich könnte eigentlich das Lager auch kurz mit hochnehmen. Weil ich jetzt hier oben gestalte. Zumindest die rechte Seite noch. Nicht genug Platz. Ist ja immer dasselbe. So, ein Gedenkstein. So. Finde ich schon, dass der passt. Und dann hier noch so ein Leuchtmoos. Ein kleines. Geht gar nicht mehr. Okay. Jetzt. Nee, ein kleines. Ein kleines. Ja. Ja, finde ich gut. Wusste nicht, wie der heißt gerade. Ja, der verbotene Wald. Das Bambuswasserspiel. Oh ja. Oh. Das wollten wir letztes Mal schon herstellen, aber wir hatten keinen Bambus. Aber ich habe jetzt den Bambus da hinten gepflanzt. Ich hole mir mal kurz eine Wackelaxt. Dann könnte ich da ein bisschen Bambus rausschlagen. Das Bambuswasserspiel ist richtig schön.
So eine kleine Hexenecke im Sumpfgebiet wäre auch mega toll. Ich glaube, das machen wir auch. Das machen wir mit irgendeinem Bewohner, aber ich weiß noch nicht, wer sich als Hexe, also wer als Hexe gut wäre. Vielleicht Tano? Tano könnte so ein kleiner Hexenmeister sein. Einmal hier die Wackelaxt. Wazi wäre auch ein guter Hexer. Ja, stimmt. Wazi eignet sich auch. Ja, da werden wir schon jemanden finden. Ansonsten Sigmund. Sigmund wäre auch ein guter Hexer. Ah, gut, da hinten müsste irgendwo mein Bambus sein, genau. Da! Und dann müssen wir natürlich auch noch grüne Chrysanthemen auch noch irgendwo hinpacken. Die grünen Chrysanthemen, die vernachlässige ich gerade die ganze Zeit, weil ich sie eben bis jetzt nicht hatte zum Gestalten. Aber jetzt bald können wir die ersten dann auspflanzen. Ich mache eine Grüninsel mit lauter Pastellbewohnern und Pipette, die ein geheimes Labor hat und die Bewohner analysiert und studiert. Oha! Das ist krass! Das ist wirklich krass. Coole Story. So. Ja, dann haben wir jetzt Bambus. Wo ist nochmal die Behelfswerkbank? Ich glaube, die habe ich noch in meinem Inventar. Irgendwo. Ja, da ist sie. Was brauche ich noch, um das zu bauen? Da. Bambus und Stein und Unkraut. Easy, das haben wir doch. Du könntest ja die Hexe sein. Dann kannst du dein Haus als Hexenhaus einrichten. Das könnte ich auch machen, ja. Da brauche ich aber einen großen Sumpf. Und ich weiß nicht, wo ich den noch hinmache. Oder wir nutzen wieder diesen Bereich, den ich jetzt da links mache, als großen Sumpf. Und da bringen wir mein Haus unter. Weil wir müssen uns wirklich Gedanken um die Häuser machen. So viel Platz habe ich gar nicht mehr auf der Insel. Der Tempel nimmt schon so viel Platz weg. So, Stein und Unkraut. Da haben wir echt genug davon. Herstellen. Die Vorstellung ist echt niedlich. Die Nudelrutsche. Die Nudelrutsche, ja. Das ist auch ein gutes Item. Aber da habe ich gerade das DIY noch gar nicht. Hier. Das hätte ich auf Dodo Reef dann. Okay, wir können dreimal das Bambus-Wasserspiel herstellen. Schön. Das wird auch richtig zu Freddy passen. Ich glaube, das platziere ich ihm da oben noch. Weil Freddy halt auch so verspielt ist. Das könnten wir eigentlich hier noch so davor stellen. Oder so ein bisschen rein. Oh ja. Oh ja, das sieht süß aus. Freddy, guck mal. Freddy, guck mal. Ich hab dir da ein Wasserspiel hingewollt. Ja, guck. Ich glaube, ihm gefällt's. Das ist süß. So. Okay, was könnte ich hier noch drauf machen? Da kommen auf jeden Fall mal ganz viele Ranken hin. Und da... ein Gartenstein? Ja. Und Leuchtmoos. Das wird hier nicht gehen wegen der Ranke. Ah doch, das geht. Oh, schön. Cool. Aber was mache ich da oben drauf?
Irgendwas, was nicht allzu groß ist. Eine Lampe. Ein Tori. Nichts, was zu groß ist. Pilz, Baum, Stumpf. Nee. Was könnte ich oben auf das Plateau stellen, Leute? Ein Weizenfeld? Weiß nicht, ob ich noch eins habe. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir die Insel schon halb fertig haben. Ich glaube, es fehlt auch nicht mehr so viel, damit wir sagen können, dass es halb fertig ist. Aber es fühlt sich halt irgendwie so an, als hätten wir gerade angefangen. Das ist so wild. Ein Ruinenhocker wäre cool. Oder? Oder ein Leuchtmusstuhl. Baumstammfallset wird auch passen. Das passt eigentlich immer. Falls ihr zweifelt, ein Baumstammfallset passt immer. Oder? Keine Ahnung. Das sind alles so große Items. Das ist größer. Oder diese Pilze. Welche Pilze? Das muss ja ein kleines Item sein. Hier, sowas wird auch passen, oder? Nee. Ah, ich weiß nicht. Nee. Nicht auf dem Plateau obendrauf. Warum würde man einen kleinen Teich auf ein Plateau stellen? Das wäre seltsam. Puh, schwierig. So eine Laterne? Aber wo käme dann auf einmal Bambus her? Außer von dem Spiel. Ich weiß nicht, wie groß weiter oben waren so viele Pilze nebeneinander. Ja, das ist viel zu groß, das Item. Das ist leider das hier, meinst du? Das ist ganz groß, das Item. Ich glaube, ich mache ein Baumstammpfeilset und so ein... Nee, und so ein Leuchtmoos hin. Ein großes Leuchtmoos. Gucken wir mal, ob das passt. So, und dann ein großes davon. Ja, das dachte ich mir, dass das jetzt natürlich nicht kommt. Ja, so. Da geht ja keins mehr hin. Nee. Kann das auch nicht verschieben. Zu wenig Platz. Aber ich glaube, das passt ganz gut da oben drauf. Pilzlampe ist zu hoch. Pilzlampe könnten wir hier oder so hinstellen, aber das ist für mich da oben zu hoch. So, dann kommt hier noch eine Ranke hin. Nochmal Leuchtmoos. Ja, ist ganz süß. Ist ganz süß. Dieses kleine verwachsene Plateau im Moor. Ja, die Pilzlampe könnten wir jetzt hier so daneben hinstellen. Ich glaube, ich habe keine mehr. Oder eben Pilze. Die möchte ich unbedingt auch unterkriegen hier. Diese großen Pilze. Jetzt siehst du, wie groß dieses Item ist. Das ist wirklich sehr groß. Das hätte da oben nicht hingepasst. Ey, ich will es doch nur umdrehen. So. Ich glaube, das macht sich hier ganz gut. Ey, wie verwachsen das hier aussieht. Das ist so cool. Richtig zugewachsen. Da sagt noch einer, wir haben keinen grünen Daumen. Hier wächst alles. Es wächst alles so krass hier, dass es nicht mehr zu stoppen ist. Richtige Invasion haben wir hier. Okay, wir brauchen... Also die linke Seite ist halt noch gar nicht da. Die ist nicht mal geterraformt. Da fehlt noch sehr vieles. Also lasst euch davon jetzt nicht ablenken. Da fehlt krass viel Zeug. Inklusive Terraform. Oh, was ist da für ein Design? Das habe ich gar nicht gesehen.
So, dann brauchen wir hier noch einen Steini-Weg durch. Und da wollte ich noch die Rankenbank hinstellen. Da. Einfach so eine Rankenbank. Ja. Warum nicht? Warum nicht? So, dann machen wir hier mal eine Ranke hin. Da machen wir eine Pilzlampe hin. Und ich sehe es jetzt schon, ich komme da nicht mehr runter. Nee, nicht Pilzschirm, Pilzlampe. Nicht genug Platz. Das glaube ich ja nicht. Hat die da wirklich nicht genug Platz? Doch. Oh, das ist die grüne. Aber ich glaube, haben wir die grünen genommen drüben? Oder die weißen? Aber ich glaube, grün ist eh okay. Ich glaube, grün ist ganz okay. Dann wollte ich gucken, ob hier eine Riesenranke hinpasst, aber das glaube ich nicht. Nee. Ich versuch's nochmal. Nee. Es hätte mich auch gewundert. Ich versuch's nochmal von der Seite. Nee. Keine Chance, Leute. Keine Chance. Aber das ist nicht schlimm. Oh je, wo ist jetzt die Pilzlampe? Da. Ja, voll. Wir können da auch einen Schatten reinmachen. Da hast du recht. Oh. Ganz vergessen, dass man ja über Abgründe springen kann. Dann machen wir das vielleicht hier hin. Oder habe ich das nicht downgeloadet? Ich glaube, ich habe das nicht runtergeladen. Nee. Das muss ich nochmal runterladen. Das habe ich jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, das habe ich sowieso schon mal gesagt, dass ich das tun muss. Auch für das Boot und so. Für den Steg. Das fehlt noch. Hier passt sie eigentlich auch ganz gut hin. Muss ich noch machen. Wie bekommt man den Baum so nah ans Plateau? Da gibt es einen Trick, Jessie. Da gibt es einen Trick. Google das am besten, weil ich kann das, ich habe das heute auch schon mal erklärt und ich erkläre es eigentlich fast in jedem Video. Deswegen google es, da gibt es eh ganz viele Tutorials. Genau, da oben gehören auch noch ein paar Leuchtmosis hin. Und vielleicht auch mal so ein Baumstumpf oder so. Oder ein Ruinenhocker. Nee, aber ich fühle hier eher so einen Pilzbaumstumpf. Nein! Genau. Nicht genug Platz. Ist doch immer dasselbe hier. Der ist so riesig, dieser Pilzbaumstumpf. Aber ich glaube, er darf hier bleiben. Da könnten wir halt auch ganz viele... Das sind jetzt alle so groß. Da könnten wir ganz viele Chrysanthemen auch hinstellen. Aber ich glaube, ich werde das, wenn die Chrysanthemen ausgewachsen sind, werde ich einfach Leuchtmoos wegmachen und anstelle von den Leuchtmoos dann die Chrysanthemen hinmachen. Dass ich so Platzhalter einfach einrichte. Das passt ganz gut. Hier brauchen wir noch irgendein cooles Item. Pilzlampe. Nein. Wohl doch. Vielleicht hier hinten auch eine Pilzlampe. Doch, das passt eigentlich ganz gut.
Mir ist gerade auch ein bisschen schwindelig, Sophie. Ich weiß nicht warum, ich trinke eigentlich genug. Grüne Blümchen, ja! Musige Mega-Laterne, also unten vor dem Baum. Unten vor dem Baum, da unten? Ich glaube, das wäre ein bisschen viel. Hier könnte man einen Laubhaufen... Nein, ich darf keinen Laubhaufen platzieren. Oh Mann! Okay, da geht's. Der ist eigentlich ganz süß, weil ich möchte hier nicht allzu viel hinstellen. Ja. Finde ich ganz angenehm. Boah. Es sieht so krass viel aus, aber Leute, ihr müsst es bedenken. Wir speichern das Ganze im Nebel ab. Da kann ich mehr platzieren. Weil man das dann eher auf alle, also nicht alles auf einmal sieht. Also wenn ich hier so stehen würde, würde man hinten gar nichts erkennen. Und deswegen muss das Plateau gut aussehen für sich, weil man hinten nichts sehen würde. Gar nichts. Man sieht den, hinten den Baum rechts, würde man nicht sehen im Nebel. Deswegen muss das auch, sieht das halt bei klarem Wetter so wuchtig aus. Ich muss hier ganz anders denken und ganz anders gestalten als bei anderen Inseln. Aber ich hab's echt schon gut drinnen, glaube ich. Ich habe am Anfang ja so Angst gehabt, vom Sumpf den zu gestalten und so. Aber jetzt, wo ich hier die Kante auch gemacht habe, ich fühle mich immer wohler jetzt mit den Designs auch. Das muss man echt üben. Na, Freddo, wie geht's? Wie gefällt's dir? Ist cool, oder? Er geht einfach. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Aber ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Gut, dann haben wir die Seite fertig. Dann würde ich nächstes Mal die linke Seite machen. Und dann haben wir dieses Projekt auch abgeschlossen mit der Landbrücke. Und ich sag's euch, wie es ist. Ich finde die richtig cool. Ich finde, die ist richtig cool geworden. Wir gucken uns heute... Oder sollen wir uns die Nebelsituation angucken? Ja, oder? Machen wir einfach. Gucken wir uns das Ganze im Nebel an. Dann kann ich euch den Schlummercode auch abspeichern und nochmal neu zeigen. Ja! Okay. Der Nebel ist immer so cool, wenn man das dann sieht, was man gemacht hat und es sieht im Nebel gut aus. Hoffentlich. Aber es ist immer so cool, das wiederzusehen. Obwohl ich es jetzt schon so oft gesehen habe, der Nebel, so ein besonderes Ereignis in Animal Crossing. Es war der 11., oder? Ja. Doch, ich glaube schon. Ja, Nebel! Ja! Nebel! Nebel! Ich wünschte, ich könnte jetzt auch Animal Crossing spielen, aber die Switch ist bei meinem Bruder. Oh no! Das ist blöd. Das ist gemein, Mavi. Was fragst du da noch? Na klar wollen wir in den Nebel sehen. Ja, ich weiß, Leon. Ich brauche gar nicht fragen. Der Nebel ist schon was Tolles. Boah, es ist immer wieder der Hammer, wenn man das zum ersten Mal wieder sieht. Und manche, es kommen ja immer wieder Leute hier rein. Ich denke, jetzt ist auch hier jemand irgendwo im Chat, der den Nebel noch nie gesehen hat, oder? In Animal Crossing. Wer hat den Nebel in Animal Crossing noch nie gesehen? Schreibt mal. Irgendjemand ist sicher dabei. Und das ist so cool, wenn man das zum ersten Mal sieht, was für eine coole Wettersituation es gibt in Animal Crossing. Ich, ja, guckt, da. Ja, auf TikTok auch. Da sind sie wieder. Ich habe ihn noch nie gesehen. Ja, guckt euch das mal an. Das ist so krass. Und das meinte ich jetzt mit, wenn ich hier stehe, sieht man hier hinten gar nichts mehr. Es ist alles weiß. Man sieht nichts, deswegen muss das Plateau richtig cool aussehen, weil der Nebel alles hinten verschleiert.
Und jetzt machen auch die ganzen Laternen nicht so viel. Oh, das ist so krass. Ich habe Freddys Haus auch noch nicht im Nebel gesehen. Wow! Ich lieb's. Ich lieb's. Was sagt ihr? Kennt dann auch noch nicht. Ich habe Animal Crossing das letzte Mal vor 2 Jahren gespielt. Ja, und man muss halt wirklich genau zu richtigen Zeitpunkt am richtigen Tag in Animal Crossing reinschauen. Sonst merkt man das nicht, dass es so einen Nebel gibt. Also wie gesagt, danke Leute. Man hat diesen Nebel ein paar Mal im Jahr für genau 1 Stunde. Und zwar, also bei mir ist es eben am 11. Oktober ab 7 Uhr bis 8 Uhr, dann geht der auch schon wieder weg. Und um 6.40 Uhr gibt es keinen Nebel, da regnet es. Deswegen, also der kommt voll schnell und haut dann wieder auch schnell ab. Und wenn man da nicht zur richtigen Zeit nachguckt, dann sieht man das gar nie. Aber guck dir mal die coole Landbrücke an. Mit dem Sumpf. Voll cool. Ich speichere das mal. Mach mal ein Screenie. Hier so. Mit dem Froschkostüm. Wäre cool, dann auch mal einen Übergang zu sehen, wenn er verschwindet. Wir können das so machen, dass wir... Also während man sich so eine Insel anguckt, vergeht natürlich auch Zeit. Und da ändert sich die Wettersituation. Wir könnten ja, jetzt ist direkt 7 Uhr, aber wir könnten so um 7.20 Uhr die Insel abspeichern. Und dann geht man von krassen Nebel in, es geht so ein bisschen Nebel weg und es wird immer klarer. Oder wir könnten auch um 6.50 Uhr abspeichern. Dann haben wir noch Regen und dann kommt krasser Nebel. Also das wäre vielleicht auch cool. Nein, ich habe keinen Merch. No, no, no Merch. Süß. Also das können wir dann alles noch entscheiden, aber dabei müssen wir die Insel ja noch weiter gestalten. Jetzt gucken wir uns das auch nochmal von unten an. Wenn man hier so vorbeigeht, ja, merkt man schon, ich bin in einem Sumpf gelandet. Und jetzt machen auch die Kanten hier am Ende von dem Sumpfdesign gar nichts. Die Kanten machen nichts. Weil guck mal, wie nebelig das ist. Man sieht die Kante gar nicht. Das ist toll. Ich liebe diese Insel. Hallo, Schmabesisus, Hallöchen. Wenn du deine Haut grün färben würdest, würdest du glatt als Frosch durchgehen. Ja, voll. Kann man ja tatsächlich, oder? In Animal Crossing. Oder grün? Doch. Es gibt weiß, es gibt blau. Grün müsste es doch auch geben. Es ist eh Halloween. Leichten Nebel hat man aber immer mal im Herbst. Ja, aber den meine ich nicht. Ich meine wirklich diese Nebelsituation. Die gibt es ganz selten. Ja, das geht. Könnte ich wirklich machen. Könnte ich wirklich machen. So. An meine lieben YouTube-Zuschauer. Das war's mit dem heutigen Video. Das war's mit der heutigen Gestaltung. Wir haben richtig viel geschafft. Wir haben wirklich richtig viel geschafft. Wir haben die rechte Seite komplett fertig. Die Landbrücke ist auch soweit fertig. Aber jetzt fehlt noch die linke Seite. Und ich habe wirklich vor, dass wir da... das so machen, dass wir dann vielleicht das Hexenhaus da rein integrieren in die linke Sumpfseite, also dass die größer wird, dass die wirklich huge wird. Und dann machen wir da mitten in diesem Sumpf das Hexenhaus rein. Ich glaube, das könnte gut werden. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich finde das so cool, dass wir einfach auch live auf Twitch und auf TikTok während dem Gestalten die Ideen für das nächste Mal machen. Das haben wir bei Freddy jetzt gemacht.
Das haben wir bei dem Rathaus gemacht. Als wir das Rathaus gestaltet haben, haben wir uns dann so, haben wir besprochen, wie wir dann Chucks Haus machen und so. Ich finde das so cool, dass wir uns das so gemeinsam, die Community und ich, das so erarbeiten. Also YouTube-Zuschauer, kommt gern vorbei auf Twitch oder auf TikTok. Ich würde euch da sehr, sehr gerne im Stream live begrüßen. Und ja, ansonsten schreibt mir eure Tipps auch auf YouTube. Ich lese natürlich auch die YouTube-Kommentare. Ja, und lasst auch ein Like da und guckt bei diesen Videos vorbei, falls ihr die verpasst habt. Das wäre auch richtig cool. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder oder live auf Twitch. Ciao!